Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Heute mit Sven Müller, Kaspar, Thomas Raukam, Good Morning Vietnam und Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack. Das vollzählig heute. Vollzählig, ja. Zum ersten Mal. Unglaublich. Ja. Das muss gut werden. Es wird die beste Folge aller Zeiten. Ob wir das jemals wieder so hinkriegen. Das beste iPhone aller Zeiten, die beste Folge aller Zeiten. Genau. Und das beste Event aller Zeiten, das große Event, auf das alle gewartet haben, ist vorbei, die IFA. Und wir waren fast alle da. Ja. Und Stefan und Kaspar zum ersten Mal. Wie ist das so, wenn man da so als seine IFA-Jungfräulichkeit verliert? Als ihr erzähltet in der letzten Ausgabe, dass dieses Hallenkonzept sehr chaotisch ist und man sich da durchaus mal verlaufen kann, ich kann das durchaus jetzt unterschreiben. Ich glaube, ich habe dreimal nicht mehr gewusst, wo ich bin, geschweige denn, wie ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Also, aber du hast wieder nach Hause gefunden. Ich habe wieder nach Hause gefunden, das ist schon mal gut. Aber sonst sehr spannend. Mir hat vor allem am besten gefallen diese IFA Next Halle, wo diese ganzen kleinen... Ja, es waren ja nicht alle Startups, aber diese ganzen kleinen Firmen unterwegs waren, die irgendwie so die Startup-Geschichten vorgestellt haben, wie irgendwelche smarten Wecker, Schlafkissen und solche Sachen. Alles das, was du sonst auf Kickstarter und genau. Indiegogo findest. Richtig, war genau. Live vor Ort, ohne irgendwelche PR-Leute, die vorgeschaltet waren. Einfach purer, blanker, junger Enthusiasmus, der einen ging. Und man konnte sich ja halt auch mal direkt mal mit den Gründern zum Beispiel unterhalten oder mit den CEOs, was ja bei so kleinen Firmen quasi fast dann schon jeder ist. Aber das ist trotzdem spannender, als wie du sagst, wenn du irgendwelche PR-Berater zu irgendwas ausquetscht oder so. Ja. Ja, ich hatte auch irgendwie auch ganz unerwartet eine Demo von einem neuen Produkt von Nanoleaf bekommen, heißt Canvas, sind so Lichtmodule für an die Wand rankleben, aber nicht nur per HomeKit steuerbar, sondern interaktiv, sodass man die Panels berühren kann und man damit sogar malen, also Pixelkunst erstellen könnte oder auch Spiele spielen kann wie Snake, indem man mit Streichbewegungen quasi die Schlange über die Kacheln steuert. Da kann man bis zu 500 Panels dranhängen und also ganze Wände mit zutapezieren. Man kann, glaube ich, sogar noch mehr, wenn man mehrere Starterpakete kauft, geht dann aber, glaube ich, ganz schnell auch ziemlich ins Geld. Kommt im Dezember und der Gag war, ich dachte, ach ja, ein netter junger Asiate, der mir das irgendwie vorstellt, stellte sich dann raus, dass das der Gründer des Ganzen war. Fand ich super, dass da wirklich irgendwie Leute, die irgendwie CEO auf der Visitenkarte stehen haben, sich dann auch wirklich noch die Zeit nehmen und die Muße haben, sich an Stand zu stellen, auch an Publikumstagen und den Besuchern zu zeigen, was ihre Produkte so können. Am letzten Tag waren in dieser Halle erstaunlich viele Plätze schon leer. Die wollten wohl dann alle ihren Flieger nach Hause bekommen. Gut. Aber ich fand es auch sehr lustig, dass es Amazon irgendwie geschafft hat, in diese Startup-Halle reinzukommen. Offiziell mit dem Amazon Alexa-Stand. Also ich denke ganz einfach, die wollten Programmierer abgreifen vor Ort. Wahrscheinlich, ja. Fandet ihr nicht auch die Überpräsenz vom Google Assistant irgendwie befremdlich? Also ja, überall ist das Ding überall drin. Nicht nur in den Smart-Lautsprechern und so, sondern auch in Backöfen und anderen abstrusen Dingen, mit denen wir ja ansonsten nicht so viel zu tun haben. Ich fand vor allem befremdlich, wie das Personal auf den Ständen rumgelaufen ist. Die hatten ja so weiße, so Maleranzüge alle an, wie man die aus dem Baumarkt kennt. Da haben sie aber auch die allergünstigsten gekauft, die ja bei einigen doch sehr durchsichtig waren. Das war der Shark. Ja, diese Kostümchen fanden die Messemitarbeiter selber etwas seltsam. Aber sie waren wirklich fast überall, in jeder Halle ja mindestens 10-mal vertreten. Ja, die wurden auch abgestellt an Stände. Also genau. Ich war beispielsweise bei Tedu, so smartes Heizen, smartes Klima. Die hatten dann in so einer Ecke irgendwie auch so eine Google Assistant Dame stehen, die da irgendwie halt die Vorteile der Google Assistant Anbindung an Tedu irgendwie. In diesem Zusammenhang befremdlich ist, finde ich, das falsche Wort. Das ist
ich fand das sehr eindrücklich. Na gut, die Malerkostüme fand ich auch nicht so toll. Aber Google hat irgendwo noch ein paar Euro in der Portokasse gefunden und hat mal eben die IFA übernommen, mehr oder weniger. Also so kommt man es empfinden. Selbst Amazon Alexa war dagegen rar gesät und natürlich alle weit auf der zweiten Position hinter dem HomePod. Habt ihr den irgendwo gesehen, ja? Dreimal. Ganze dreimal. Ja. Da, wo es wichtig war, zum Beispiel bei Eve Systems, meine Lieblingsfirma, wenn es um HomeKit-Geräte geht. Das war tatsächlich dieses Jahr eins meiner Highlights. Ich hatte zwei echte Highlights. Zum einen die Leute von Eve Systems, die jetzt endlich mein Betteln, Jammern und Flehen erhört haben und so Unterputz einbaufähige Lichtschalter oder allgemein Schalter auf den Markt bringen werden, noch in diesem Jahr. Das finde ich wirklich mal smart, weil aktuell ist es bei mir so, dass ich habe ein Haus renoviert und da hingen Lichtschalter immer schon an strategisch relativ klugen Punkten. Und weil ich aber darauf gewartet habe, dass endlich jemand HomeKit-fähige Unterputzschalter baut, sieht es für mich aktuell so aus, dass ich überall an den Wänden einen echten eingebauten Lichtschalter habe und da drüber klebt dann so ein Philips Hue-Schalter. Und das ist ziemlich albern und erbärmlich. Ich muss da dringend von weg. Und mein anderes Highlight war, ich glaube, es war Halle 1, das ist auch jedes Jahr so, weil da die Kollegen von Sennheiser und Bidynamic rumstehen. Ich bin ein großer Fan von deren Produkten. Ja, die Soundbar war wirklich beeindruckend. Das war irgendwie so virtuelles Surround, wo man eigentlich mal denkt, ach ja, virtuell und da werden eh nur fies die Ohren ausgetrickst. Aber ich war tatsächlich mehr als einmal über die Schulter am Gucken, wo dann jetzt irgendwie die Surroundboxen platziert werden. Bin dann aber so ein bisschen verhaltener in meiner Begeisterung geworden, als ich den Preis vernommen habe. Das soll dann so irgendwie zwischen 2 und 2,5 irgendwie kosten und da muss noch ein bisschen gespart werden an anderer Stelle. Aber tatsächlich hat das zum ersten Mal, also bisher auch keinen Kopfhörer geschafft, die auch häufig so 3D-Sound versprechen oder so 360-Grad-Sound versprechen, dass man da auf so einem Stuhl sitzt vor einem Fernseher und man sieht diesen, weiß nicht, so 2 Schuhkarton große Soundbar da vor sich stehen. Und es gab da so eine Fußballstadion-Szene. Und man hat wirklich, wenn man die Augen zumacht, hat man rund um sich rum gröhlende, singende Fans. Das fand ich wirklich beeindruckend. Ja. Ja, du auch, gut. Ja, ich fand, du sahst viel glücklicher aus, als du die kabellosen Momentums in den Ohren hattest. Ja, ein großartiges Bild, das der geneigte Zuhörer sich auf Facebook nochmal sicherlich zu Gemüte führen kann. Das fand ich aber wirklich ganz cool. Die haben, die Sennheisers haben neue True Wireless In-Ear-Ohrhörer, beziehungsweise bringen die zum November, meine ich, auf den Markt. Ja, zum November auf den Markt. Und hatten sich da so einen kleinen Eck auf dem Stand gebaut, wo man über diese True Wireless In-Ear-Dinger Geräusche gehört hat. Das war das Annehmlichste davon war noch irgendein ABBA-Song, ich weiß gar nicht welcher, aber da war auch so Zahnarztbohrer und all sowas mit dabei. Schön. Man hat dabei in eine Kamera geguckt, wurde dabei also gefilmt und die haben mit einer Technologie, die glaube ich gar keine Technologie ist, sondern so ein bisschen Schummelei ist, versucht herauszufinden, wo man denn wohl am meisten reagiert und haben dann versucht, das einzuordnen in so Freude oder Angst und hinterher hat man so ein kleines Filmchen bekommen, wo man dann so sehen konnte, welche Ausschläge es da so gab. Und der Gag ist, man kann das hochladen, man kann das irgendwie vertaggen mit, habe ich vergessen, ich glaube Momentum irgendwas und kann dann ein paar von den Dingern gewinnen. Fand ich ganz lustig als Idee für so einen Stand. Ist ja auch eine Produktkategorie, die ja jetzt inzwischen, wie viele gibt es jetzt? Sven, du hast ja mehrere schon getestet. Genau, Sven ist da der Experte für. Also jetzt mit Sennheiser hat fast jeder Hersteller irgendwie auch True Wireless Ohrhörer im Angebot. Ja. Also es hat ein bisschen gedauert nach den AirPods, aber so langsam. Wir könnten also mal einen riesigen großen Vergleichstest machen. Der wäre sehr umfangreich. Ja. Also was Preis, Qualität und Funktion betrifft.
ist vielleicht ja mal eine Idee. Wahrscheinlich muss Sven den alleine machen. Ich glaube auch, ja. Der hat sie nun alle schon gehabt, unser In-Ear-Kabellos-Experte. Und auch noch ein Trend ja, schon Trend ist, dass Smartwatches anscheinend ernster genommen werden langsam. Fitbit, Fossil, Casio, alle haben neue Modelle am Start. Was auf der IFA schon zu sehen war, war das aktuelle Wear OS Betriebssystem, das sehr eindrucksvoll mir vorkam und sehr komfortabel. So langsam scheinen sich Smartwatches so in der Mitte der Gesellschaft vielleicht nicht, aber in der Mitte der Technik interessierten Menschen doch etabliert zu haben. Oder wie empfindet ihr das? Das war doch eigentlich eine Steilvorlage für den Übergang. Wie? Zum Event, auf das alle gewartet haben. Haben wir nicht was für IFA? Eine Sache habe ich noch, wo du Smartwatches ansprichst. Ich habe einen Schweizer Uhrenhersteller gesehen, der, für ich fand, eine sehr interessante Hybrid-Smartwatch hatte, nämlich mit echten Zeigern und darunter ein Display, was dann smarte Funktionen anzeigen konnte. Irgendwo schon mal im Heft, ja. Genau, das fand ich irgendwie, habe ich da zum ersten Mal live gesehen. Fand ich eine interessante Idee, weil du dann halt die Uhrzeit wirklich immer hast. Und wenn du dann smarte Funktionen dazu haben willst und ja auch Watchfaces ja auch durchwechseln kannst, dann geht zwar kein digitales Anzeigendings, aber was so die anderen Sachen betrifft, funktioniert natürlich das irgendwie, fand ich ganz smart. Ich würde gerne mal die Brücke schlagen von Fitbit zur IFA an sich, weil diese neue Fitbit-Uhr hat ja Fitbit Pay. Das heißt, man braucht zwar so eine Proxy-Kreditkarte von einer bestimmten Bank, von der BW-Bank, glaube ich, die dann von deinem Girokonto Geld einzieht, aber man kann mit dieser Fitbit-Uhr jetzt auch an so NFC-Geräten bezahlen. Wo das nicht geht, ist auf der IFA. Nirgends auf der ganzen verdammten Messe kann man irgendwie damit bezahlen. Man kann ja nicht mal an den allermeisten Ständen, zumindest die ganzen Fressbuden, die draußen aufgebaut sind, mit Karte bezahlen. Nein, überall ein kleines Schildchen, Cash only. Ja, auf einer internationalen Messe. Die ganzen Asiaten und Amerikaner sind durchgedreht, wenn sie dafür ihre Currywurst angestanden sind. Weil die dann irgendwie, steht dann einer und kauft für 5 Leute irgendwie eine Wurst und muss dann sowieso schon 40 Euro bezahlen, weil das ja alles völlig absurde Preise sind. Und musste den diesen Papyrus bezahlen. Und da wundere ich mich wirklich, dass da nicht mehr drauf geachtet wird, dass die Messeleitung da kein Auge drauf hat. Das kann doch einfach nicht angehen. Übrigens, genauso wenig kann es angehen, dass am letzten Messetag um 14 Uhr schon die ersten Leute eingepackt haben. Das kann genauso wenig angehen. Also da haben noch Leute Geld bezahlt, nicht wenig Geld bezahlt für eine Karte. Und schieben sich dann da durch und gucken sich an, wie irgendwie feixende Messe, Standbesatzung sich noch ein Bierchen gönnt und eine Stunde später weg ist um 15 Uhr. Also als Außenstehender, der noch nie da war und das alles nur von Bildern und Erzählungen kennt, wirkt das alles ein bisschen antiquiert. Und ich habe auch letztens wieder nach Pressebildern gesucht und ich finde es echt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde diese, da bin ich auch auf die IFA, wie heißt die Dame? Die werben doch immer mit einer Dame mit roten Haaren. Ich finde es furchtbar. Was ist das bitte? Ja. Ich dachte immer, das ist Telekom. Das Telekom-Werbung, bis ich gemerkt habe, das kann nicht. Das ist irgendwie ernsthaft gemeint. Ach, die ganze IFA ist irgendwie, ich meine, das fängt beim Messegelände an. Kasper hat das ja schon angesprochen, irgendwie. Das wirkt so ein bisschen wie eine Zeitmaschine in eine DDR-Messe in den 60er Jahren irgendwie. Ich fand das gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, obwohl das auch irgendwie meine erste war. Du kommst ja aus Bremen. Okay, das daran liegt. Ist mal jemand in diesen Pavillon da gegangen? Den meide ich seit Jahren. Alter, das ist echt gruselig. Erzähl mir mehr. Also das ist wirklich die totale Zeitmaschine. Da erwartet man irgendwie, dass gleich Peter Frankenfeld irgendwo aus der Ecke kommt und die IFA-Show anmoderiert und das ARD-Tanzorchester die Leitung übernimmt. Mann, ein Schatz IFA, wo wir gar nicht bei Bezahlen gerade waren und bei Abreise, meine Abreise, auch ein mittleres Debakel. Wir haben im Hotel übernachtet, ja alle, die das relativ nah dran war. Ich bin gelaufen die ganze Zeit über. Am letzten Tag fahre ich aber in der Regel dann zur Messe, damit ich von der Messe aus nach Hause fahren kann. Habe das Hotel in diesem Parkhaus an der IFA da geparkt und kam dann nach 5-6 Messestunden zurück, wollte mein Ticket entwerten an einem Automaten.
der auch keine Karten akzeptiert auf dem Messe mit Messer. Gut, also steht auch dran, da steht doch groß dran, da steht im Ausgang auch ein Schild dran, hätte ich sehen können. Egal, ich bin also zurückgelaufen von aus dem Parkhaus aufs Messegelände, habe vorher in der wunderschönen IFA-App mir angeguckt, wo der nächste Geldautomat ist. Die ist grottig. Da gibt es nämlich irgendwie 5 oder 6 von auf dem ganzen Gelände. Also auf jeden Fall, nicht wirklich mehr auf jeden Fall. Und habe da Geld geholt. Dachte, wahrscheinlich brauchst du noch mehr Bargeld. Habe auf die 50 Euro gedrückt und habe 50 Euro bekommen in einem Schein. um dann zurückzulaufen und festzustellen, dass dieser scheiß Kassenautomat nicht nur keine Karten akzeptiert, sondern auch keine Scheine, die größer als 20 Euro sind. Daraufhin habe ich dann tatsächlich diese Hilfe-Info-Telefontaste am Automaten gedrückt, wo eine, ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich wirklich nette Dame gegangen ist, die sich dann 3 Minuten... Hast du noch nicht gehört? Ist das zu Wort gekommen? Ich habe tatsächlich, glaube ich, nein, ich will nicht übertreiben, aber schon zwei Minuten lang durfte sich mein Gepöbel anhören und hat dann aus der Ferne, das geht nämlich, weil offensichtlich haben diese Dinger nicht nur Telefon, sondern auch Internet oder so, aber halt keine Kartenzahlung, hat die meine Karte dann entwertet. Das fand ich ganz lustig. Da habe ich zumindest nichts bezahlt hinterher, das war auch schön. Staunliches Hightech. Ja. Tritt da auf einmal zutage. Gut. Wahrscheinlich hättest du sie auch fragen können, ob du über sie per PayPal deine Currywurst bezahlen darfst oder so. Ja. Das hätte wahrscheinlich mit ihr geklappt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wer sich nochmal die IFA nochmal genauer angucken will, ich habe hier gerade mal die IFA heute, heißt die Messezeitung nämlich auch. Das ist auch schon antiquiert. Die ist großartig, die Zeitung. Ich habe sie gerade mal runtergeladen, kann man sich gratis runterladen und mal angucken. Da ist auch die rothaarige Dame drauf. Bestimmt. Da ist Miss IFA auch mehrfach vertreten, ne? Ganz toll. Ich noch irgendwie kurios fand, ist, dass Leute wirklich Geld dafür bezahlen, da über die Messe streifen zu können, weil ich hatte an mehreren Stellen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein super großer Mediamarkt, wo man sich halt Dinge anschauen kann, die es vielerorts ohnehin schon zu kaufen gibt und über die man im Zweifelsfall im Internet schneller und besser informiert ist. Von daher, Ja, es ist ganz nett für so Pressefotos für uns, dass man halt möglichst viele Menschen auf einem Haufen hat und innerhalb von wenigen Tagen möglichst viele Menschen und wenig Reiseaufwand reden kann, aber also privat würde mich auch null reizen, muss ich ehrlich gestehen. Also wenn ich bedenke, was ich da so in 3 Tagen abgerissen habe, alles komprimiert innerhalb von ein paar Stunden an einem Tag machen müsste, ich wäre schier verzweifelt und würde nach 2 Stunden aufgeben und wäre pleite. Ja, das auch noch, ja. Das auch noch, ja. Ja, also quasi zusammenfassend einen kleinen Appell an die Messeleitung. Macht die Messe ein bisschen moderner und macht sie vielleicht auch ein bisschen spannender für den Privatbesucher. Richtig? Unbedingt. Sie muss auch nicht in Berlin sein. Lege ich gar keinen Wert drauf. Nein, die kann auch ein schönes Messegelände sein. Hannover zum Beispiel. Ich liebe das Messegelände in Hannover. Man hat große, helle Bauten, viele Fenster, man hat nette Außenanlagen. Ja. Oder Leipzig. Leipzig ist auch modern. Zwar noch weiter weg, aber ist auch modern. Ja. Hamburger schön. Messe? Wie wäre die? Keine Ahnung. So Mittelfeld, würde ich sagen. Okay. Die müsste man auch mal langsam mal deutlich renovieren. Ja, das schon, aber sie ist gefühlt tatsächlich ein bisschen heller und der Hallenplan macht ein bisschen mehr Sinn, aber. Ja, auf jeden Fall. Und wir hätten es kürzer. Gut, Herr Molz, jetzt musst du überlegen, wie du eine Überleitung hinbekommst, nachdem ich sie gerade kaputt gemacht habe. Genau, wir waren bei den Smartwatches und bei Fitbit und da hatte ich noch irgendwie im Kopf, oh je, Fitbit, die hat es arg getroffen, nachdem ja Apple wieder mal ein Event hatte und unter anderem eine neue Smartwatch vorgestellt hatte, die den Fitbit-Aktienkurs gleich irgendwie kassiert hat, ich glaube -8% oder so nach der Vorstellung der Apple Watch Series 4 und da wären wir jetzt quasi beim nächsten Event, auf das dann hoffentlich wirklich alle gewartet haben. Da wird, glaube ich, die wichtigste Frage, wollen wir das jetzt alles chronologisch durchkauen, wie Apple das gemacht hat, oder nach Wichtigkeit? Wichtigkeit. Okay, also fangen wir mit dem HomePod an. Ja, es gibt ihn scheinbar noch. Apple hat sich getraut, ihn zu erwähnen. Ja, sie mussten noch irgendwie 5 Minuten füllen. Ja. Also hier in der Redaktion waren wir so naiv zu glauben, dass so viel Masse kommt, dass sie 2 Stunden locker überziehen werden. Ja.
wir saßen und hier. Sie und hatten wirklich Probleme, die 2 Stunden zu füllen, hatte ich den Eindruck. So, es sind auch keine 2 Stunden geworden, es sind 1¾ geworden. Ja, ja. Und wir saßen hier und dachten, neue iPads, vielleicht noch was übers MacBook und viele neue Funktionen iPhone und Mac Mini. Wie wollen Sie das denn alles in die 2 Stunden bringen? Hoffentlich werden das keine 3. Genau. Das war das, was wir hier ernsthaft. Genau. Vor allem um die Uhrzeit. Das war das, was wir ernsthaft dachten, und dann kam alles ganz anders. Ja. Das genau. War jetzt auch eine Art Überleitung, ja. Ja, ich weiß nicht, ich würde gerne zuerst nochmal über die Sachen reden, über die Apple nicht so geredet hat. Das fand ich nämlich fast noch viel spannender als die Sachen, die sie vorgestellt haben. Aua. Denn unter anderem gab es kaum was zu hören zu iOS 12 und WatchOS 5, was ich extrem befremdlich fand, nachdem in den letzten Jahren das ja immer so die Veranstaltung war, nachdem Apple auf der WWDC im Juni das einmal so für die wirklich interessierten Leute und Fachpublikum und so ja alles nochmal erzählt. Immer im Herbst nochmal das Event, wo dann der ganze Kram nochmal nur in bunter erzählt worden ist für so in Anführungszeichen die breite Masse. Und dies Jahr irgendwie gar nicht. Es war schon alles ein bisschen komisch diesmal, oder? Ja, ja. Ich weiß, also gefühlt. Ja, wie du sagst, also iOS 12 wurde einmal ganz kurz angerissen, als es um die iPhones ging. Und da hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt auch nur nochmal erwähnt, weil uns zu den iPhones nichts mehr einfällt. So war irgendwie mein Eindruck. Es kann natürlich auch sein, dass Apple ganz einfach sagt, okay, dafür ist die WWDC da, für Betriebssysteme und sowas Nerdiges. Ja. Aber wäre neu. Also, ja, wäre auf jeden Fall neu, ja. Ja, naja gut. Ja. Was haben Sie noch nicht vorgestellt? Die wunderbare Ladematte, AirPower. Die haben Sie jetzt auch überall, also sozusagen eine Persona non grata, die haben Sie auch überall von der Webseite entfernt und darf niemand mehr erwähnen, sehr wahrscheinlich in Cupertino den Namen. Ja, wer den in den Mund nimmt, wird entlassen. Was aber auch merkwürdig ist, ne? Weil inzwischen, gerade du, Sven, hast ja schon mehrere Kickstarter und sonstige Projekte aufgetan, die so ein Multi-Geräte-Ladematten-Dings an den Start bringen. Ja, das ist die Frage, warum Apple da nicht weitermacht. Aber es gibt genug Aber die konzeptionell nicht unterschiedlich? Ich habe das so verstanden, dass die AirPower quasi lädt, quasi egal, wo du das Gerät auf der Matte ablegst. Während hingegen die Matten, die es gibt ja quasi schon zumindest optisch Kopien von der Apple-Matte, wo du halt vordefinierte Felder hast, wo du was hinlegen darfst. Also im Prinzip ist das nichts anderes als ein herkömmlicher Lader oder 3 herkömmliche Lader nebeneinander in einem größeren Plastikgehäuse. Nee, ich glaube, du meinst ja so IKEA-Gedöns oder so. Es gibt durchaus was, ja, andere, die das ähnlich hinkriegen. Oder hinkriegen wollen, wenn oder wir wollen. Jetzt von schwarmfinanzierten Dingen reden. Ja. Aber da sind schon mehr Leute auf jeden Fall dran und es ist viel günstiger und es liefert sogar mehr Leistung. Ich glaube, die AirPower, wäre sie je erschienen, hätte 7,5 Watt geleistet und die anderen fangen bei 10 Watt an. Mit anderen Worten, sie hätten sie wären zu spät gekommen, hätten was Veraltetes geliefert. Ja, aber sind die anderen Geräte noch in der Entwicklungsphase? Weil ich meine, sonst redet man ja letztlich doch über ungelegte Eier. Dann ist Apples ungelegtes Ei genauso gut oder so schlecht wie die anderen. Da ist was dran. Ich kann ja jetzt nicht alle Termine aus dem Kopf nennen. Aber da darf man dann die Frage stellen, bei Apple arbeiten ja vielleicht noch ein paar mehr Leute als Tim und Phil. Warum kriegen die das nicht hin? Aber es finde ich auch nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, ob Apple sowas liefern muss. Vielleicht haben die auch selber mal auf Kickstarter geguckt und gesagt, guck mal Tim, irgendwie sind da noch mehr Leute dran, wir müssen das gar nicht mehr machen, was soll das eigentlich? Nichts als Ärger. Ja, es ist ja so seltsam, dass man letztes Jahr sich tatsächlich Zeit genommen hat, das Produkt vorzustellen. Ja. Und dann muss es ja irgendwie schon so weit gewesen sein, dass man
sich getraut hat, das zu tun, weil ich denke, Apple hat sehr, sehr viele Geräte in der Entwicklung, die dann auch irgendwann wieder eingestellt werden, von denen wir nie was erfahren. Irgendwelche komischen Hybrid-Geschichten oder eierlegenden Wollmilchsäue. Aber die werden natürlich nicht auf einer Präsentation vorgestellt. Und da scheint es ja schon so kurz davor gewesen zu sein, dass man sagt, naja, der Marktstart ist nur noch ein paar Wochen entfernt, wir stellen das Ding mal vor. Also ja, schon ein bisschen, ist glaube ich ein Novum, oder? Dass es das so gab? Auf jeden Fall, sie wollten wohl so ein bisschen so dieses kabellose Laden unterstreichen und wir haben da auch mal wieder die überlegene Technik am Start. Ja, die Apple-Welt steht und fällt nicht mit der, mit dieser Matte, oder? Nee. Aber dann ist natürlich die Frage, warum es dann auch die neuen AirPods nicht gab. Also die waren damals ja wohl zusammen angekündigt mit der Ladematte, weil das neue Ladecase der zweiten Generation AirPods irgendwie auch Qi-Charging kompatibel ist. Das gibt es irgendwie trotzdem nicht. Also das, auch das wäre ja, also ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz, weil dass man sich jetzt davon verabschiedet haben sollte, so ein eigenes AirPower-Ladematten-Vieh auf den Markt zu bringen, hätte man dann jetzt ja aber im Zusammenhang mit den neuen iPhones und dann Apple Watch ja ohne weiteres die neuen AirPods vorstellen können mit Always On, Hey Siri und hast du nicht gesehen. Ja, besonders jetzt kurz vor Weihnachten, denn ich erinnere daran, dass die AirPods im letzten Weihnachtsgeschäft die erfolgreichsten Kopfhörer waren laut Apple. Ja, ja. Das glaube ich auch unbesehnigt. Also ich halte die AirPods für das beste Produkt, das Apple seit Jahren raus. Ich finde es noch besser als das iPhone 10, von dem ich auch sehr begeistert bin. Aber so die AirPods an und für sich sind das beste Produkt, das Apple seit Jahren gemacht hat. Ich war selten so 100%ig von einem Produkt überzeugt. Und eines der wichtigsten, ohne Zweifel, denn heutzutage ist der Kopfhörer eine so wichtige Benutzerschnittstelle geworden, gerade mit digitalen Sprachassistenten. Ja. Komisch, ja. Hoffentlich lassen sie das nicht auch noch schleifen, genau wie sie irgendwie. Keine Ahnung. Und der Preis ging auch absolut in Ordnung. Also natürlich sind die viel, viel teurer gewesen oder immer noch als irgendwelche Kabeldinger, die beigelegt waren beim Telefon. Aber im Vergleich zu anderen kabellosen In-Ear-Kopfhörern sind die preislich absolut im normalen Feld. Es ist nicht so wie bei den iPhones, wo irgendwelche Hausnummern aufgerufen werden, wo man nur rückwärts umfällt. Das war ein Preis, der völlig okay ging. Ich hätte sehr gerne On-Ears oder Over-Ears gehabt irgendwie noch, aber die ja wohl auch angeblich in der Entwicklung sind. Aber da will man vielleicht nicht Beats vor den Karren fahren irgendwie. Beats, der gute Dr. Dre ist am Keynote-Abend noch in seinen Keller gerannt und hat neue Farben angemischt. Die Kopfhörer gibt es jetzt auch in den neuen iPhone-Farben. Als du das erzählt hast, hatte ich ihn gestern schon vor dem inneren Auge, wie er runterrennt und wie gesagt, im Malerkittel dann irgendwelche Farben durcheinander schmeißt. Im Google-Malerkittel. Im Google-Malerkittel, genau. Oh Mann. Ja. Gut, also zu den echten Produkten. Wollte ich gerade sagen, vielleicht zu dem, was wir, wollen wir übergehen wegen Farben, warum er Farben angerührt hat, war das eine Überleitung? Auf das iPhone 10R. Wollen wir damit anfangen? War keine Überleitung, aber du kannst gerne anfangen. Ja, aber wollen wir dann nicht erstmal klären, für was das R steht? Ja, also erzähl du ruhig was. Ich rede mich nur wie in Rage, wenn es um die Namen geht. Aber das mache ich gerne auch gleich nochmal. Weißt du denn genaueres, Stefan? Überhaupt nicht. Ich lese nur immer wieder die Frage und stelle sie mir selbst, warum dieser Name? Ich habe im Internet die Theorie gelesen, dass R einfach vor S kommt und man deswegen den Buchstaben gewählt hat. Im Internet, in meinem Artikel hast du das gelesen. Ja, im Internet, in dem Artikel von Herrn Schack. Das wäre eine einleuchtende Erklärung. Sonst, ja, aber heißt das nächste dann T? Ja, UVW, XYZ. Ich glaube, es hat gar keinen Zweck, dabei rumzuraten, was die nächste Generation macht. Apple ist momentan, die haben da so ein bisschen dieses Namensgebungs-Mojo völlig verloren. Das ist alles Kraut und Rüben. Es ist alles Kraut und Rüben. Alle Geräte, die sie haben, sind, das ist irgendwie Murks von der Benennung her. Hey, aber ich meine, es gibt asiatische Firmen, die können das noch viel besser. Das ist wahr, aber Apple war da ja mal sehr gut davor und hatte eine relativ klare Benennungsstrategie und man konnte an dem Namen ablesen, wo das Gerät so zu verorten ist, zwischen gut, besser, am besten. Das gibt es auch nicht mehr so richtig, weil sie auch so viele Geräte jetzt verkaufen und die Reihenfolge ist jetzt 7, 8, S, R, S, Max.
Viel Erfolg. Jetzt fange ich doch damit an. Mach, bevor wir zu den Geräten kommen, komm zum Namen. Die Namensgebung, es macht mich wirklich, wirklich, wirklich fertig. Allein auf die Idee zu kommen, dieses Telefon jetzt irgendwie 10S zu nennen, weil niemand wird es 10S nennen, die Erfahrung hat Apple schon gemacht. macOS 10 hat niemand macOS 10 genannt, das iPhone 10 nennt niemand iPhone 10, es ist immer ein X. Also ist das neue iPhone das iPhone XS und das iPhone XR und wenn man es dann gerade im englischen Sprachraum, wenn du das iPhone XS hast, dann bist du bei XS, was Überschuss bedeutet. Und man hat oder dann, hier sehr klein, ne? Ja, oder genau. Oder extra small. Das Konfektionsgrößen, extra small. Aber dann hast du das große Telefon, was extra small Max heißt. Was kann auch nur Adidas drauf kommen sonst. Die es auch ja schaffen, T-Shirts zu produzieren in völlig willkürlichen Größen. Aber das ist Apple jetzt auch angekommen. Also die Benennung, ich finde es wirklich katastrophal. Und zwischendurch immer noch dieses R-Gerät, was ich auch nach wie vor eigentlich auch, ich glaube, es wird ein Verkaufsschlager werden. Das bin ich fest überzeugt von. Aber ich sehe diese Einordnung da irgendwie nicht. Warum ist das nicht dann 0,3 Zoll kleiner, also genauso groß wie das iPhone 10? Macht mich völlig fertig, dass es irgendwie ein Gerät gibt, was auch mal größer ist als das eigentliche Highlight-Gerät und damit bisher waren die größeren Geräte immer die besseren, immer die teureren. Das ist nicht mehr so. Ja, und LCD haben wir ja schon drüber gesprochen, das hat sich ja tatsächlich bewahrheitet mit einer Auflösung, die glaube ich geringer ist als beim 8er, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber also tatsächlich im Vergleich zu anderen Apple-Produkten ein sehr schlechtes Display, ist natürlich immer noch kein schlechtes Display, aber du kannst zum Beispiel nicht mal 1080p Videos auf dem Smartphone abspielen mit diesem Display und das in dem Gehäuse mit 6,1 Zoll, das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, ich verstehe es nicht, aber ich glaube auch, dass das der Verkaufsschlager wird und ich glaube auch, dass das eigentlich spannendere iPhone ist als die anderen beiden. Und vor allem ist es ja auch so, dass kaum Punkte dagegen sprechen. Selbst obwohl es nur eine Single-Kamera auf der Rückseite hat, kann das Ding trotzdem jetzt diesen Porträtmodus durch Software. Das heißt, Apple hat sich so ein bisschen, sein eigenes Argument war ja beim 10er, warum die anderen das nicht können, ohne Doppelkamera ist, weil es nicht geht. Jetzt geht es plötzlich doch. Alles spricht eigentlich für dieses Telefon. Der Preis, die Ausstattung, es hat den gleichen Prozessor, es hat alles gleich bis auf das Display. Und es gibt es sogar in mehr Farben. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt noch einen Monat darauf warten müssen. Nicht, weil es irgendwelche Lieferschwierigkeiten gibt, sondern weil Apple erstmal sein Flaggschiff 10S vorschicken möchte und verkaufen möchte und dann erst den wahrscheinlichen Kassenschlager 10R irgendwie raushaut, weil ich habe eben mal geguckt, bevor wir in die Podcast-Aufzeichnung gestartet sind, seit heute sind die neuen iPhones ja zu bestellen, also zumindest seit heute im Sinne von wir zeichnen heute auf und da ist es so, dass du das 10S immer noch zum Starttag nächste Woche geliefert bekommen kannst. Das Max nicht, das ist schon ausverkauft quasi, aber das kleinere kriegst du in allen Farben und Größen immer noch. Das heißt, ist das so? Ja, es zieht bei den Leuten einfach auch nicht. Live-Recherche im Internet. Ja, lass mich gucken. Ja, guck mal, ob es immer noch so ist. Also vor einer Stunde war es noch so. Und das spricht ja auch irgendwie Bände. Also ich glaube, wenn das 10R jetzt schon verfügbar gewesen wäre, wären alle Farben und Größen schon vergriffen. Wobei man ausverkauft relativieren muss. Also ausverkauft kann auch heißen, man wartet eine Woche länger. Also ja, aber du weißt ja, was ich meine. Also scheinbar ist das Max-Gerät noch einigermaßen interessant für die Leute, nämlich für die, die wirklich große Telefone haben wollen. Größer ist immer besser, hatten wir schon mal das Thema. Ja, aber irgendwann ist das mit der Größe auch, ne? Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die, ich glaube in unserer nächsten Kolumne, dass die Hosentaschen ja leider nicht mitwachsen und irgendwann ist halt Feierabend, ne? Ja. Ja, die aktuell, wir haben jetzt nachmittags 3 Uhr ungefähr, sind die kleinen auch weg. Sind also die mit der kleinen Speicherkapazität. Aber mittlere und große kriegst du noch. Ja. Okay. Ich finde es aber auch gefährlich, aus der Verfügbarkeit dieser Geräte auf Nachfrage zu schließen. Also ja, mag ein Indikator sein. Andererseits ist das ein Indiz, kein Beweis. Genau, das aktuelle 10S ist im selben Format wie das bisherige iPhone 10. Es wird irgendwie ein Display hängen. Das heißt, Apple produziert schon fleißig seit vermutlich 1,5 Jahren diese Displays in der 5,8 Zoll Größe. Die haben davon irgendwie ein Regal voll auf Lager stehen, während sie von den 10 iPhone 10S Max OLED Displays jetzt erst anfangen zu produzieren. Die werden einfach weniger von haben auch.
Und dann ist ja auch der Preis. So, ich glaube, damit kalkuliert Apple auch so ein bisschen, wie viele Menschen kaufen das wirklich, weil das man kann jetzt 1600 Euro für ein Telefon bezahlen. Nein, du übertreibst 1550. Oh ja, dann. Da nehme ich zwei. Für jedes Ohr eins? Ja, wobei brauche ich jetzt ja nicht mehr, weil die jetzt ja so eine Dual-SIM-Geschichte haben. Ja. Das fand ich sehr lustig, wie Phil Schiller den Apple-Publikum die Vorteile eines Dual-SIMs vorstellen musste. Ja. Welches ist denn, die ganz kleine Umfrage, weil wir haben nämlich gestern auf Twitter mal eine Umfrage gestartet, welches ist denn für euch das interessantere Telefon? Thomas, egal? Ich gebe es weiter, die Frage. Okay. Sven? Ja, ich finde das 10R spannend. Man muss sich das mal angucken. Mhm. Die anderen sind einfach viel zu teuer, finde ich. Ja. Das 10R wird, wie gesagt, der Verkaufsschlager werden. Interessiert mich persönlich genau gar nicht, weil ich ein geiles Display haben will und nicht mehr zurück kann. Also jetzt für ein iPhone 10, ich kann nicht auf ein schlechteres Display zurück. Das wird nicht funktionieren. Ich finde das 10S Max tatsächlich ein spannendes Gerät, aber nicht für meinen Alltag. Ich möchte ein Gerät haben, was wieder in Hosentaschen passt und was ich wirklich in der Hand haben kann. Und ich hatte ja schon mit dem iPhone 7 Plus und 8 Plus und 6S Plus und 6 Plus und wie sie alle hießen, Probleme. Und bin sehr glücklich mit der Größe des iPhone 10, weil das eine vernünftige Größe ist und gleichzeitig eine große Bildschirmfläche hat. Ich das auch mit einer Hand bedienen kann, was ich selbst mit meinen nicht ganz zierlichen Händen bei den Plus-Geräten nicht hinbekommen habe. Mhm. Für mich ist das iPhone 10S. Mhm. Stefan? Für mich das 10S Max einfach mehr Display, mehr gut. Größer ist geiler. Ja, meine Hosentaschen machen das Ganze auch mit. Ich weiß nicht, was der Sebastian für Hosen anzieht. Es ist unbequem. Ich finde, man kann die Dinger nicht mehr in einer Hand halten und schreiben. Und das ist so meine Grundvoraussetzung. Ja. Das finde ich sehr unangenehm, wenn es nicht der Fall ist. Also bei unseren Lesern ist es... Nee, erst du selbst. Achso, ja, stimmt. Ich finde das 10R am spannendsten. Also, wie gesagt, mich interessiert das Blaue. Ich würde es gerne mal in die Hand nehmen, wie die Farbe wirklich ist. Und das Rote sieht, glaube ich, schon affengeil aus. Die Farbe und wie gesagt, bis auf das Display. Also wenn es ein besseres Display hätte, gut, ich muss eh nicht umsteigen. Definitiv nicht dieses Jahr, aber wenn, würde ich zum 10R, glaube ich. Aber nochmal kurz zurück zu den Farben. Was haben... Würfeln die da? Oder? Ich habe keine Ahnung, wie sie auf die Farben gekommen sind. Wie kommt die Auswahl zustande? Also, jetzt sag mal kurz, was haben die da? Wir haben Gelb, ein sehr hässliches Gelb, Pastellfarben. Wir haben Koralle, das ist so eine Art Orange, Rosa, Lachsfarben-Mischungsding. Mhm. Wir haben Rot, wir haben Blau und wir haben Schwarz und Weiß. Und das Weiß ist wirklich weiß. Also im Vergleich zum iPhone 10 Weiß, das ist ja fast so ein bisschen gräulich. Das Weiß vom iPhone 10R ist wirklich hellweiß. Und alle mit so einem Alu-Rahmen, der in der Farbe ungefähr auch eingefärbt ist. Aber sind das nicht die Farben vom iPhone 5C? Ich meine, es gab auch ein Grün, das 5C, aber sonst ist es... Aber in Koralle gab es das, in Koralle? Ja, aber in Orange. Ja, okay, gut, dann haben sie es einfach anders benannt. Es kann sein, dass sie es übernommen haben, aber warum heißt es da nicht iPhone 10C? Vielleicht eine Frage. Vielleicht haben sie einfach kein Orange hingekriegt und das ist aber rausgekommen und dann musste sie einen neuen Namen einfallen. Koralle. Ja. Sollte orange werden eigentlich. Hat Dr. Dre versagt. Ja. um es abzuschließen, unsere Umfrage geht noch 5 Tage, aber bis jetzt sind 38% unserer Leserinnen und Leser am iPhone 10S interessiert, 27% am 10S Max und 35% am 10R. Also 10S und 10R sind ungefähr gleich auf, was das Interesse betrifft. Wenn ich da die Zahlen mal ein Auge drauf werfe online, die Artikel, die wir zum Event online gebracht hatten, da hat der Artikel zum 10S und 10S Max kombiniert doppelt so viele Seitenaufrufe wie der zum 10R. Ja, aber es sind also, ja auch 2 Artikel. Ja, gut, so gesehen, aber gleiche Geräte-Ecke. Und ich glaube auch, das ist vielleicht eine Frage des Publikums. Ja. Ich glaube, wir richten uns in erster Linie gar nicht so sehr an die Leute, die vielleicht am 10R interessiert sind, sondern eher an die Enthusiasten, die dann halt eben vielleicht doch zum 10S greifen würden, weil es für sie das interessantere Gerät ist, weil es eben halt doch nochmal ein Mehr an Funktionen bietet. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Wollen wir noch kurz über die neuen Features reden? Ich meine, so, es ist eine S-Generation. Das ist nicht so die allergrößten Sprünge. Was mich aber, da wurde ich auch schon mehrfach für belächelt, weil mich diese Zahl nicht in Ruhe lässt, dass dieser A12-Chip, der ja nun auf dem Zettel gar nicht so viel schneller ist, 15% schneller als der A11-Chip im letzten Jahr, aber gerade diese Neural Engine, also diese Machine Learning-Komponente des Ganzen, hat Apple ja unfassbar aufgebohrt mit im letzten Jahr schon, damals auch im Vergleich zu anderen Geräten, knapp eigentlich unglaublichen 600 Milliarden Rechenoperationen in der Sekunde und jetzt 5 Billionen. Und es ist tatsächlich auch kein Übersetzungsfehler, sondern es sind 5 Billionen Rechenoperationen in der Sekunde in einem Telefon. Fandet ihr das nicht auch witzig, dass, wie lange haben wir nicht mehr über Prozessoren geredet? Steve Jobs wollte nicht über Prozessoren reden. Ich finde es schon witzig, dass sie so prominent dieses Thema nach vorne geschoben haben. So, hey, es gibt noch neue iPhones, aber hey, wir haben diesen tollen Chip jetzt. Also ich will es nicht kleinreden, aber ich finde es schon sehr auffällig, also dass jemand über Chips redet. Die Motivation dahinter ist einfach, denke ich, die, dass Apple selbst in die Chip-Entwicklung mit eingestiegen ist und sich unabhängig macht von dem Wissen, das es bislang eingekauft hat. So wie ich das verstanden habe, ist ja mittlerweile sogar die Grafikkomponente in-house entwickelt. Ja. Und klar, damit würde ich auch hausieren gehen. Ja, also man macht jetzt mit bei diesem, was früher bei Keynotes immer nie war, schneller, schneller, schneller und unser Prozessor kann das und das, da ist man inzwischen dabei. Ja, aber früher war es wahrscheinlich für Apple auch selbst egaler, weil sie macht es bei den Macs ja auch weiterhin nur ganz kurz und knapp, weil sie die von Intel zukaufen. Ja. Aber ist das ein Argument, was jetzt bei den Leserinnen und Lesern oder beziehungsweise bei den Käufern wirklich ankommt oder als Anreiz dient, weil ich meine, das, wenn ich ein Problem mit meinem 10er nicht hatte, ist, dass es zu langsam war bei irgendwas. Ich glaube null, ich glaube, es kommt an bei Aktionären. Ja, gut, das könnte sein. So nach dem Motto, noch schnellerer Chip und noch besser. Eben. Ja, und selbst entwickelt und dadurch mehr Profit. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil die werden ja auch gefertigt von dieser TSMC Bude, die sie ohnehin schon seit Jahren da knechten. Aber jetzt auch in so einem neuen Fertigungsverfahren, jetzt auf 7-Nanometer-Basis, was tatsächlich, ich habe das nochmal nachgelesen heute, tatsächlich bisher kein anderer macht und führt zu mehr Effizienz. Also das merkt man natürlich auch dem Chip an, der jetzt irgendwie 15% schneller ist und aber 50% energieeffizienter ist. Das ist eine Dimension, wo kein anderer rankommt. Ja, ich glaube, das ist etwas, also sie haben es zwar erwähnt und ich glaube, am Ende kommen 1,5 Stunden mehr Akkulaufzeit raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist was vielleicht für den Endkunden wichtiger gewesen wäre oder prominenter gewesen wäre. Ja, aber das heißt ja auch, dass diese 1,5 Stunden sind nur für das große Modell, also für das Max und auch bis zu, also ich glaube, die reden dann in erster Linie von der Sprechdauer, wenn es dann darum geht, das, was weiß ich, zu zocken oder irgendwie zu browsen oder sowas, dann hast du vielleicht unterm Strich 20 Minuten, eine halbe Stunde mehr oder sowas. Also würde ich jetzt nicht so an die große Glocke hängen, dass das jetzt wahnsinnig viel an Akkukapazität. Ich nutze gerade das 8 Plus und das hat ja auch eine ewig lange Akkulaufzeit und ich bin seitdem auch nicht mehr an die Grenzen gestoßen, auch wenn man viel Video-Foto-Gedöns macht. Ja. Aber klar, mehr ist immer gut. Ja. Ich musste nur einmal vor dem Abend an die Steckdose mit meinem 10er und das war, als ich den ganzen Tag Videoaufnahmen gemacht habe. Aber das ist natürlich ein Hardcore-Einsatz, da ist es okay, dass man mal vor dem Abend aufladen muss. Mhm. Aber sonst, also inzwischen ist es ja dazu übergegangen, dass wir abends unsere Telefone am Nachttisch irgendwie anstöpseln oder auf die Ladematte schmeißen oder so. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr das größte Argument. Man hat sich inzwischen dran gewöhnt. Ich meine, 7 Tage Akkulaufzeit werden wir beim Smartphone in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht sehen. Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Was kann es denn noch, das 10S oder das 10R? Was gibt es denn noch an Features? Bierresistent. Ja, stimmt. Bestes Bild auf bei der Kino, ne? Du kannst dein Bier drüber schütten.
Ja. Jetzt ernsthaft wasserdicht, ne? Mit 30 Minuten unter einer 2 Meter Wassersäule, was so verkehrt jetzt irgendwie tatsächlich nicht ist. Aber nicht Salzwasser, das ist entscheidend. Also nicht in der Ostsee jetzt damit baden gehen. Ja, Ostsee geht vielleicht noch. Ostsee geht noch? Okay. Da ist ja nicht viel Salz drin. Okay, gut. Und wenn, dann hinterher gut abwaschen das Telefon. Haben Sie das gesagt? Das ist an mir vorbeigegangen. Ich hab mir diesen Standard mal angeguckt, dieses IP68. Da wird definitiv darauf hingewiesen, dass das für Süßwasser gilt. Und ich glaube, dass Salzwasser noch mal ein paar andere Eigenschaften hat und aggressiver ist und deswegen dieser Standard in Salzwasser nicht gilt. Ha. Das finde ich wirklich spannend jetzt gerade. Ja, also ich habe eben nochmal IP68 gegoogelt quasi und nachgeguckt. Das vielleicht auch noch mal ja, da ist der Erklärungsbedarf auch hoch, wo ich kann mich daran erinnern, dass einer unserer Artikel online zur IP-Klassifikation vom Vorgängergerät, einer der Artikel auf MacLife.de ist, der am besten läuft über Jahre sozusagen schon. Wäre vielleicht eine Sache, die man wirklich noch besser erklären muss, weil wenn du einfach nur hinschmeißt, IP68 weiß der normale Mensch und ich jetzt aus dem FF auch nicht, was bedeutet das eigentlich, welche Vorteile habe ich darüber hinaus zu der Klassifikation, die ich in dem Gerät vorher hatte. Ich glaube, allgemein ist die Wasserdichtigkeit schon gut, ist glaube ich egal wie lange und man sollte nicht damit tauchen gehen, aber dass nichts passiert, wenn mir mal irgendwie ein Glas drüber auskippt. Ja, das ist sehr beruhigend. Nehmen wir an, du fällst in den Pool, während du noch die Klamotten anhast und das Telefon in der Hosentasche, dann ist es auch nicht mehr kaputt. Was guckst du mich jetzt an? Das ist mir heute nicht passiert und gestern auch nicht. Oder du läufst durch den Regen nach Hause, das kann ja auch mal passieren und bist völlig durchnässt und früher hat man sich dann um sein Telefon schon Sorgen gemacht, weil man nicht genau wusste, ist da jetzt Wasser reingekommen oder nicht. Das kannst du jetzt getrost sein lassen. Da hat man im Wetterbericht geschaut und geguckt, oh ja, nee, morgen kann ich nicht raus. Morgen kann ich nicht raus. Genau, es regnet. Ja, also insofern bringt diese Klassifizierung halt ein bisschen was, aber baden gehen sollte man damit, glaube ich, immer noch nicht. Da haben wir auch die Kamera. Ja. Google Pixel habe ich im Kopf drüber gesprochen, dass Apple jetzt mehr den Prozessor die Fotos unterstützen lässt und dem Nutzer so ein bisschen Arbeit abnimmt und aus verschiedensten Bildern und Einstellungen und Helligkeitsgraden ein Foto zusammenrechnet, was viel besser sein soll als noch mit dem Vorgänger. Als die Realität. Als die Realität sowieso. Und Google hat ja mit seinem Pixel bisher alle Vergleichstests immer angeführt, weil da eben die künstliche Intelligenz schon so in die Fotos mit eingegriffen hat. Und Apple zieht jetzt hier in dem Fall dann quasi nach. Ja, tun sie das? Also das ist der Teil der Keynote, der Präsentation, von dem ich wirklich ein bisschen enttäuscht war, dass sie auch 2018 noch sich weiterhin mit irgendwelchen Digital-Spiegelreflexkameras vergleichen, die ich ja schon gar nicht mehr als die Konkurrenz sehe, ehrlich gesagt. Weil diese ganzen Telefone, gerade die jeweils großen Varianten der verschiedenen Hersteller, machen zumindest unter guten Lichtbedingungen, das man vorausgesetzt, genauso gute Bilder wie Spiegelreflexkameras. Vielleicht nicht ganz so pixelstark, also nicht so groß, aber genau so gute Bilder. Und die wahre Konkurrenz zu den iPhone-Kameras ist eben nicht mehr irgendeine Mittelklasse DSLR von Canon, sondern die Konkurrenz steckt in anderen Smartphone-Telefonen und aktuell ganz klar in den Google-Telefonen und was Aufnahmen im Dunkeln, in dunklerer Umgebung anbelangt, in den Samsung-Geräten. Und dass sie da kein Wort über verloren haben, finde ich irgendwie schade und ich schließe daraus, also der Vergleichstest steht da noch aus, den wir machen wollen und müssen. Ich würde daraus schließen, dass sie davon nicht überzeugt sind, dass sie die wirklich alle hinter sich lassen, weil ich würde Apple und gerade auch Phil Schiller zutrauen, dass wenn man sich jetzt irgendwie mal wieder ein Jahr oder zwei Jahre vor der Konkurrenz in irgendwas sehen würde, hätte man das gesagt. Ja. Wir werden sehen. Was mit der Kamera noch geht, ist den tiefen Unschärfe-Effekt jetzt manuell mehr zu steuern. Also du kannst, wenn du jetzt einen Porträtmodus machst, man kann ihn steuern. Das ist super. Bisher war es ja so Porträtfoto aufgenommen und dann friss oder stirb. Und jetzt kannst du tatsächlich die Stärke dieses Unschärfen-Effekts für den Hintergrund ändern. Was ich so ein bisschen
interessant finde, liegt das wirklich an der Hardware? Ich denke, das wäre fürs 10er und fürs 8 Plus auch kein Problem, das zu machen. Wird aber per Software-Update wahrscheinlich nicht kommen. Das wird ein Alleinstellungsmerkmal bleiben. Das ist wieder so eine dieser Geschichten, um die Sachen zu verkaufen. Da brauchst du die neuen Geräte für. Wahrscheinlich sind die alten Geräte auch noch schnell genug dazu. Also das wird ja, auch das wird ja an dem A12-Chip und an der Neural Engine da dranhängen. Dass sie halt aber das ist ja offline. Also das wäre für mich jetzt kein Argument. Und man weiß, dass man Phil nicht trauen darf, weil wie gesagt, vor 2 Jahren oder so hieß es dann auch, ja, man braucht zwingend die Dualkamera für den Tiefenunschärfe-Effekt. Und siehe da, Jahre später geht es halt eben doch auch mit einer einzelnen Linse. Ich habe jetzt halt eine Software, während es vorher tatsächlich auch eine Hardware-Lösung war mit 2 Kameras. Mhm. Aber was ich da, was du gerade sagtest, Sven, mit den der nachträglichen Änderung der Tiefenunschärfe oder Tiefenunschärfe, wie sagt man denn eigentlich? Schiefenterfe. Genau, Schiefenterfe ist gut. Ich bin immer dann auch so ein bisschen gnadelig mit Apple, wenn sie lügen. Also wirklich, weil sie es nötig haben einfach auch. Weil wenn Phil Schiller sich auf die Bühne stellt und sagt, das ist was bisher mit keiner Kamera möglich war. Und man weiß genau, dass in den Büroräumen von Lytro, wie auch immer sie heißen, sie Lichtfeldkameras bauen, 10 Menschen gleichzeitig einen Herzinfarkt erleiden, weil sie 5 Jahre nichts anderes machen, als solche Kameras zu bauen. Aber sind die nicht pleite? Ja, aber war doch trotzdem möglich. Also es ist nicht das erste Mal, dass es möglich ist. Definitiv nicht. Das ist einfach blank gelogen. Ja, jetzt wäre es interessant zu wissen, wo die Lytro-Leute untergekommen sind. Und ob es da nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie was wirklich Neues in der iPhone-Kamera zu sehen gibt. Naja, aber auch da, also ich finde tatsächlich, dass das abgesehen davon, dass es einfach nicht gehört, ich finde auch, dass Apple das nicht nötig hat, weil bisher sind sie auch vollkommen zurecht, verweisen sie auch vollkommen zurecht darauf, dass sie diejenigen sind, die akkurate Messwerte haben. Wenn ich irgendwie, wenn ich mir angucke, wie lange Akku durchhält beim iPhone oder beim MacBook, dann kann ich auf der Webseite nachgucken, unter welchen Bedingungen ist das getestet, und wenn ich annähernd diese Bedingungen treffe, die ja in der Regel auch welche aus der echten Welt sind, dann kriege ich auch die Akkulaufzeiten hin, was andere häufig nach wie vor immer noch nicht haben. Autohersteller zum Beispiel. Autohersteller zum Beispiel, ja. Aber auch andere Computerhersteller. Mhm. Also wenn ich mir angucke, was so im Freundeskreis so gerade an das ist ein Dell-Computer gerade sehr en vogue, also bei allen Menschen, die du noch nicht bekehrt hast. Nein, ich bekehre Leute tatsächlich nicht. Leute fragen mich nach Technik und ich sage, du kannst dir das kaufen, was ich dir empfehle. Dann kriegst du auch Support dafür. Aber wenn du zum Mediamarkt gehst und für 300 Euro so ein MSI irgendwas Notebook kaufst, dann geh halt zum Mediamarkt, wenn es kaputt ist, nicht zu mir. Damit fahre ich seit Jahren sehr gut und habe wenig Supportfälle. Aber wenn man sich so tatsächlich von diesen Geräten dann die Akkulaufzeit anguckt, wo dann irgendwie an 8 Stunden draufsteht und dann machst du mal einen Browser auf und dann stehen noch 2 Stunden. Das war bei Apple halt bisher nie so. Apple lügt in ihren Spezifikationen bisher nicht. Und ich finde es ich find's doof, dass sie sich hinstellen und sagen, das gab es noch nie, und dabei ist es eigentlich ein alter Hut. Das gab es noch nie in einem Smartphone, das mag vielleicht sein, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie weit Google da ist, aber noch nie in einer Kamera, war einfach gelogen. Vielleicht halte ich mich auch zu lange dran auf, aber ich fand es trotzdem doof. Also Google ist, und da bin ich ganz bei dir, Google, wie sagt man, zäumt das Pferd von einer anderen Seite aus. Auf. Die setzen sehr stark aufs Thema künstliche Intelligenz, weil ich glaube, dass Google sich für die Zukunft komplett auf dieses Thema artifizielle Intelligenz schmeißt. Und insofern wäre es vielleicht für Apple an dem Abend so ein bisschen Glatteis gewesen, wenn sie sich da in irgendeiner Form hätten messen wollen. Weil Apple redet über irgendwelche Linsen, Google redet über künstliche Intelligenz und wie die Bilder nachträglich von selbst so macht, wie du die willst. Und dann stehst du mit deinen Linsen irgendwie so da, als wenn du ein VT-Modell gegen so einen Tesla stellst oder so. Das hört sich komisch an, oder? Ich weiß auch nicht, ja, ich weiß nicht, warum. Also woher diese Kommunikationsstrategie kommt, denn man wird es ohnehin nicht aufrechnen können, wer da jetzt irgendwie mehr in der Richtung macht, aber gerade mit dieser, was Apple da gezeigt hat, was sie mit ihrer Neural Engine da jetzt alles machen in Sachen Bildbearbeitung, da passiert eine ganze Menge, die auf Machine Learning basiert. Und was ich mich gefragt habe, ist, ob ihnen das einfach zu technisch ist.
ob das irgendwie dann am Apple-Publikum vorbeigeht, wenn das, man den... Auf derselben Keynote, wo die 20 Minuten über einen Prozessor reden können? Ja, wie gesagt, das sehe ich ja so, dass das ist einfach nicht an deine Käufer adressiert, sondern das alles adressiert an den Investor. Aber das wäre doch bei so einer KI-Geschichte genau dasselbe. Das Argument, ja. Das ist eine komische Sache. Ich weiß nicht, ja, was Apple da verfolgt irgendwie. Sind die einfach nicht so weit und sagen die darüber nichts, weil das ist irgendwie die große Sache und Google setzt alle Segel und Apple mag irgendwie nicht so richtig darüber reden und dann gucke ich mir auch noch Siri an, die auch weit hinterher hinkt. Komische Sache. Ich weiß nicht, was... Das ist wirklich eine gute Frage, weil wie gesagt, also das meiste, was Apple, was die Fotos ausmacht, die iPhone-Kameras liefern, passiert auch bei Apple in Software. Das ist ja völlig egal, wie man es hinterher nennt, ob das dann irgendwie Machine Learning oder Artificial Intelligence, das ist irgendwie alles ein Brei, mehr ja, oder aber weniger. Warum sagen die es denn nicht? Genau, das ist wieder so die Frage. Angeblich ist Apple doch auch so ein KI-Unternehmen und naja. Tim Cook findet das ganz, ganz wichtig und die reden viel über AR, aber wenig über KI. Finde ich komisch. Das ist eine komische Strategie. Also, wenn ich mir so Siri angucke, wie gesagt, dann kann ich nur zum Schluss kommen, dass sie sich damit einfach nur nass machen können im Moment. Das stellen sie nicht in den Vordergrund. Ja. Siri fand gar nicht statt, ne, während der Präsentation. Nö. Also nicht im Vorspann. Stimmt, im Vorspann. Waren die AirPods der nächsten Generation schon zu sehen? Im Vorspann. Habt ihr gemerkt? Mhm. Ja. Sie sagt, hey Siri, zu den Kopfhörern. Ja. Und zack, geht dein Telefon an. Und mein geht's an. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Ja, nee. Wenn das jetzt AirPods waren. Nee, waren es nicht. Ich habe die leider nicht da, die neuen. Apple hat mir die noch nicht geschickt. Da war ich auch kurz irritiert, so nach dem Motto, oh, sehen wir die jetzt endlich? Kommen die jetzt? Das muss man sowieso sagen, der Vorspann war das Beste am ganzen Abend. Ja, leider. inklusive dem Tweet vorher, wo ja, alle schon spekuliert haben, ob sich Tim Cook tatsächlich irgendwie vertippt hat. Mhm. Gute Strategie, auch tweeten und dann wieder löschen und war ganz gut. Guter Gag, sagen wir mal so. Ja, definitiv. Und es hat den Apple Campus mal schön gezeigt, man hat einen guten Einblick gekriegt. Mhm. Und das mit diesem Tweet haute ganz gut in die Kerbe mit den Leaks der letzten Wochen, was ich ja. wirklich, also das ist so. Ja, deswegen war vielleicht die Keynote jetzt auch ein bisschen, also für uns vielleicht ein bisschen langweilig ja. oder ein wenig aufregend, weil man ja wirklich alles gesehen hat. Ja. Es war nichts Überraschendes dabei. Ich denke auch, also wenn nicht Fan ist, hat er viel Neues gesehen. Ja. Aber wer jetzt irgendwie entweder hier arbeitet, was nicht so viele Menschen sind, oder aber zumindest Leser von MacLife.de ist oder natürlich auch anderen Online-Publikationen zu dem Thema, hat sich am Abend gelangweilt. Und das finde ich auch schade. Also ich habe das auch in einem der Artikel, die an dem Abend auf MacLife.de erschienen sind, nochmal andiskutiert, dass es auch für mich langweiliger macht. Also ich finde es natürlich auch, zum einen ist es gut, man kann sehr viel vorbereiten. Im Prinzip konnten wir dieses Jahr eigentlich Artikel zu jedem Produkt im Vorfeld schreiben, musst du nochmal gucken. Aha, das wir natürlich nicht getan haben. Ich würde das schon so raushauen. Ich hatte meins zum iPhone XR am Abend vorher fertig. Was? Ja, so, man muss nochmal drüber finden und gucken ob die Namensbezeichnungen stimmen und die Preise einfügen und ist man durch damit. Das macht natürlich den Job irgendwie deutlich einfacher. Aber ich fand es irgendwie viel, viel cooler, als man noch zusammensitzen konnte, auch so in Runden wie diesem Podcast hier und auch noch an dem Tag der Keynote diskutieren kann, was wohl passieren wird und es mehr so einen Stammtischcharakter hat und alle irgendwie lustigen, fantastischen Ideen haben, was sie wohl alles tun könnten. Brennstoffzelle. Also ich will jetzt ja nicht das IFA-Fass aufmachen, aber ist so eine Keynote-Idee vielleicht auch so langsam überholt? Wenn sie es so machen, ja. Also mit diesem, also wenn denen da weiterhin Informationen vorher alle entfleuchen, dann macht es wenig Spaß. Dann können sie auch ein Video online stellen. Dann sollen sie 50 Produktvideos machen, die 5,5 Stunden lang sind, die online stellen. Und wer Bock hat, kann sie es angucken hinterher. Fandet ihr das nicht so die Choreografie ein bisschen komisch alles? Diesmal. Also die Stimmung war auch seltsam. Also vom Publikum auch. Die wurde immer verhaltener so ein bisschen. Ja, ja. Ich glaube auch, das lag auch daran, weil da natürlich viel, viel Fachpresse im Raum saß und die haben halt mit jeder Minute, die verging, haben die mehr gemerkt, wir werden heute nichts Neues zu hören kriegen. Da kommt nichts mehr. Mhm. Stellenweise muss ich sagen, tat mir Phil Schiller richtig leid. Mhm. Der stand da vorne und hat vom Herzen empfundenen Enthusiasmus versucht zu vermitteln. Es ist ihm nicht richtig gelungen.
Weil ja, bessere Fotos, das ganze Ding ist schneller geworden und das Display ist größer geworden. Genau das erwartest du von jedem Smartphone. Also Phil hatte ja nicht wenig Zeit zu füllen. Also Tim macht sich ja immer schnell davon und hat noch ein Vorspannvideo und so. Vielleicht sollten wir das Phil auch mal gönnen. Und und dann macht er sich davon, mehr oder minder. Ne? Dann kann er in die Kantine. Und ja, und Phil tat mir stellenweise ein bisschen leid. Noch eine ungünstigere Rolle hatte natürlich die wirklich wichtige Dame, die für die Ökologie bei Apple zuständig ist. Lisa Jackson. Lisa Jackson. Das ist total wichtig, was sie da erzählt hat, und sehr wahrscheinlich wollte Apple dann nochmal unterstreichen, hey, na klar, ist alles teuer, aber wir achten auch auf so ein paar Dinge und das ist total wichtig, auf sowas hinzuweisen. Aber die hatte dann noch den schwereren Job so. Also wenn jemand jetzt auf gar nichts mehr gewartet hat, dann noch eine Belehrung zu kriegen, wie grün Apple ist, da hatte sie es schon nicht leicht. Ja, die Aufteilung war auch so seltsam. Also wir fingen mit einem Produkt an, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mit der Uhr. Ich war schon irritiert, dass wir mit der Uhr überhaupt anfangen. Ja. Und dann kam diese Green-Geschichte so zwischendrin zum Ende hin. Früher hat Apple mit sowas angefangen. Also auch aus gutem Grund, weil die Leute da noch zuhören, gebannt sind nach dem Motto, jetzt kommt gleich das neue iPhone, jetzt müssen wir uns erstmal nochmal das anhören, aber das hören wir jetzt nochmal schnell zu und dann geht's gleich los. So. Und da war das jetzt plötzlich so zwischendrin. Ich glaube, es war während des iPhone-Teils einfach so mit eingefügt. Und das war so ein bisschen, ja, also das Einzige, was ich dachte, als sie dann kam, war, naja, jetzt kommt dann auch wirklich nichts mehr. So. Das dachte, glaube ich, jeder. Ganz besonders ätzend finde ich ja auch gerne mal halt den Teil, in dem dann die Apps vorgestellt werden. Oh ja. Unter uns, das ist doch ganz oft die Pinkelpause, oder? Ja. Apropos. Ja, du darfst gehen. Warte mal, ich mach dich hier einmal kurz aus. Jetzt kannst du. ja, ach, diese Demos, das ist glaube ich, ganz lustig für Leute, die halt noch wenig Ahnung davon haben, was mit diesen Geräten so möglich ist, weil es halt schon viel davon zeigt, was so da an Power drin steckt. Aber ja, es ist immer irgendein lustiges Spiel und ich will da jetzt gar kein Zitat klauen. Ich glaube, es war Nilay Patel, der in der Verge Live-Berichterstattung geschrieben hat zu dieser AR-Spiel-Demo, dass das jetzt irgendwie so der Teil ist, der einem die Zukunft von Spielen zeigt, dass Menschen Telefone auf nichts zeigen lassen und um Tische rumlaufen. Und das ist eine Zukunft, die ich auf jeden Fall verzichten kann. Ja, vor allem, ich war hinterher fast ein bisschen sauer, weil ich weiß nicht, wie oft Tim Cook jetzt schon erzählt hat, wie wichtig Augmented Reality ist und wie oft er schon erzählt hat, dass das viele Bereiche irgendwie verändern wird und wie wichtig das Thema auch für Apple ist. Und mit ARKit hat man ja auch tatsächlich eine sehr potenzielle Plattform geschaffen aus dem Stegreif, die auch so gut funktionierte, dass Google erstmal sein eigenes Projekt einstampfte und seins ein bisschen in die Richtung umänderte. Und was sehen wir dann auf dieser Keynote? Ein dämliches Spiel und noch ein dämliches Spiel. Und ich glaube, die Zukunft von AR liegt nicht in irgendwelchen Baller-Games, sondern die liegt in wirklich sinnvollen Apps und es gibt immer. Na, wenn du Basketball spielst, hast du ja eine sinnvolle Anwendung gesehen. Ja, die war halbwegs sinnvoll, aber es gibt eine sehr spitze Zielgruppe. Und ich finde es halt so ein bisschen schade, weil man, wenn man schon so Bühnenzeit für sowas, und das ist ja nun limitierte Zeit, dann vielleicht doch irgendwie eine geile App, die wirklich was drauf hat. Also. Ich hätte mir vor allem eine App von Apple gewünscht. Also die AR-App von Apple ist das Maßband. Ja, das war's. Ja. Und dafür, dass das jetzt irgendwie der große Wachstumsbereich für Apple sein soll. Ich hätte mir irgendwas, ich weiß noch nicht was, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber genau, was du gerade sagst, dass jetzt Tim Cook rennt seit anderthalb Jahren durch die Gegend und erzählt, wie wichtig das alles ist. Ja, was cool ist, ne? Wenn du es jetzt wüsstest, würdest du wahrscheinlich bei Apple arbeiten. Ja. Ja, und weiß nicht, wenn es was Neues ist, es gab ja früher schon mal, dass diese erste Welle von AR-Apps kam, noch vor ARKit, gab es doch schon so Apps, die Wikipedia ausgelesen haben und dir, wenn du das iPhone als Fenster zur Realität nutzt und durch die Gegend drehst, Informationen aus Wikipedia einblenden, sowas halt, was wirklich nützlich ist und sinnvoll ist, das hätte ich cool gefunden. Mhm. Ich meine, das ist ein Maßband, das ist auch toll, aber das ist irgendwie, da stehe ich nicht vor auf und klatsch.
Nee, wie gesagt, also das hat mich fast ein bisschen zornig gemacht, weil ja, ich halt auch denke, dass in AR sehr viel Potenzial drin steckt und ja, mal gucken, ob die Brille, die ja wohl angeblich entwickelt wird, auch jemals kommt, weil ich sehe halt auch irgendwie nicht die Zukunft, wie du sagtest, mit diesem einfach jeder hält sein Handy vor die Nase, das ist irgendwie auch nicht das, was wirklich viel Spaß bringt und Sinn macht. Also 5 Leute, die um den Tisch rumsitzen und ihr Handy vor die Nase halten, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, naja. Aber es gab ja auch durchaus Grund zur Freude. Also überraschend für mich war die neue Apple Watch, ja, die tatsächlich irgendwie so Gelüste weckt, auch wenn man schon eine Watch 3 hier am Arm hat, vielleicht mal auf das Folgemodell in zeitlicher Nähe umzusteigen. Ich bin seit Jahren abstinent, ich habe seit Jahren gar keine Uhr. Ich habe die Apple Watch bislang immer für Quatsch gehalten, besonders die erste Version war ja verbessertes Display fürs iPhone. Aber jetzt so langsam ergibt das alles Sinn, die Gesundheitsgeschichte und so. Ja, jetzt ist es endlich eine ernstzunehmende smarte Uhr. Ich habe mich erinnert an unseren einen Apple Watch Termin. Ich glaube, ich darf es zitieren. Eine Dame sagte uns aus dem Apple Team, was die Watch betreut, Apple sei jetzt mit der Uhr endlich auch da, wo man von Anfang an schon mit der Uhr hin wollte. Und den Eindruck hatte ich auch, als die Uhr vorgestellt wurde. Ja, also, hätten Sie das als erste Version vorgestellt, dann hätte ich genau, applaudiert. Also, das Display ist endlich da. Also es ist eigentlich fast unglaublich, was so ein etwas größeres Display mit abgerundeten Ecken für einen anderen Charakter macht. Also die Uhr wirkt ja plötzlich um Längen moderner, als sie das in den Vorgängerversionen tat. Und auch die Funktionen, die eingebaut waren, finde ich sehr sinnvoll und gut gemacht und waren vor allem auch noch überraschend. Ich glaube, die EKG-Funktion hat keiner vorausgesehen. Die war irgendwie nirgendwo gesucht. Wobei da ja ein großes Fragezeichen hintersteht, was die Verfügbarkeit in Deutschland betrifft, weil wohl auch hierzulande ein Medizinprodukt das eine entsprechende Zulassung benötigt. Und wenn ich eins gelernt habe in vielen Jahren Apple, dann ist es, vertraue nicht darauf, dass irgendwelche Ankündigungen, die für den US-amerikanischen Markt gemacht werden, zeitnah irgendwie ihren Weg nach Europa oder gar Deutschland finden. Apple Pay kriegen wir doch jetzt auch endlich. Ja, nach 5 Jahren oder irgendwie sowas? Wobei, was ich ja nicht verstehe, also Sie haben ja schon angekündigt, dass diese EKG-Funktionalität nicht zum Start in Deutschland verfügbar sein wird oder überhaupt außerhalb der USA, glaube ich. Das also ist aber zum Start auch nicht in den USA verfügbar. Ja. Selbst da nicht. Ja, was ich nicht verstehe daran ist, warum denn nicht? Also ich meine, klar, wenn sie es als medizinisches Produkt deklariert haben wollen, das kann man ja immer noch tun, haben sie bisher aber auch nicht. So die Uhr kann doch jetzt auch schon die Pulsmessung, was ja auch nicht weit davon entfernt ist zumindest, und auch medizinisch relevante Daten liefert, ohne dass es als medizinisches Gerät klassifiziert ist. Und selbst wenn tatsächlich dann irgendwelche deutschen Behörden feststellen sollten, oh, da ist uns aber die Fehlertoleranz zu hoch, weil das irgendwie 5,3% sind oder so, wäre es immer noch ein Gewinn. Also weil Menschen machen keine EKGs in ihrer Freizeit aktuell. Ich glaube, das ist das Konzept von Apple für die Zukunft. Die wollen nicht irgendwie so ein Gadget auf den Markt bringen, womit du mal so ein bisschen rumkaspern kannst, sondern die wollen ganz klar in den medizinischen Markt mit dem Ding. Mhm. Und da achten sie von Anfang an darauf, dass das von allen Stellen abgesegnet ist. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Aber das Zertifikat kannst du auch nachschieben. Also kann man jetzt die Funktion geben, die ist ja technisch drin. Ja, aber ich glaube, aber die dann hast du die Diskussion und den Ersteindruck irgendwie, ja, dass es doch erst eine Spielerei ist. Ja, genau. Ich glaube, die wollen von Anfang an wasserdicht sein und sich auch so präsentieren. Und vielleicht darfst du es dann auch nicht EKG-Funktion nennen und hättest es mit einem anderen Namen rausbringen müssen. Und ich weiß auch nicht, wie die Uhr gibt dir ja auch irgendwelche Hinweise oder Empfehlungen oder so. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung wäre, ohne irgendwelche. Also das habt ihr jetzt schon. Also die Uhr, meine Uhr, sagt mir jetzt ja schon. Aber die sagt dir nicht, dein Herz spielt verrückt. Gehen wir zum Arzt. Doch, meine Uhr sagt mir, wenn ich ruhig zu Hause sitze und wie am letzten Wochenende SG Flensburg Handewitt gegen TV Kiel gucke, ein Spiel, was unfassbar spannend bis zur letzten Sekunde war,
stellt die Uhr schon fest, dass ich irgendwie gerade mich nicht bewege, offensichtlich wie ein Stein irgendwo sitze und liege. Gleichzeitig mein Herzschlag aber deutlich höher ist als normal. Und wenn es über einen längeren Zeitraum von, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube eine Minute oder so ist, dann kriege ich da jetzt schon eine Warnung zu. Okay, jetzt habe ich mich als Noob geoutet in dem Fach. Wird sie jetzt mit WatchOS 5 auch können, wenn der Herzschlag zu niedrig ist? Das kenne ich nicht. Also wenn du quasi Gefahr läufst, dass dein Gehirn zum Beispiel zu wenig Sauerstoff bekommt und solche Späße, dann... Das kenne ich. Also wenn er unter 100 ist. Genau, wenn der Pulsschlag unter 2 ist die Minute oder so, dann kriegst du auch in Zukunft eine Warnung aus Handgelenk, so nach dem Motto, sag mal, kann es sein, dass du vielleicht Hilfe brauchst oder irgendwie so. Aber eine viel sinnvollere Funktion, die ja auch mit der Uhr kommt und zwar direkt ab Release, ist, sie haben ihr tägliches Sturzziel erreicht. Davon kannst du doch erzählen. Ja, davon kann ich erzählen. Ich hätte die Funktion gestern, ich habe es ja schon, also ich bin mit dem Fahrrad hingefallen und ich glaube, wenn ich die Apple Watch 4 am Handgelenk gehabt hätte, hätte sie mich da gefragt, ob ich vielleicht hingefallen bin. Ich glaube, in dem Moment, das habe ich gestern schon erzählt, hätte ich die Uhr, glaube ich, nur angeschrien, so nach dem Motto, ja, du dummes Stück, merkst du doch selber. Du merkst doch, wie das weh tut. Genau. Aber wenn ich jetzt in dem Moment zum Beispiel bewusstlos geworden wäre, weil ich dummerweise kein Fahrrad im Auf hatte und die Uhr nach Minute von mir keine Antwort bekommen hätte, dann hätte sie einen Notruf gemacht. Und das fand ich zum Beispiel eine Funktion, man wird sie hoffentlich nicht täglich brauchen, aber wenn man sie mal braucht, ist sie, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Wie weit ist da eigentlich die deutsche Notrufzentrale? Das weiß ich immer noch nicht weit genug. Weil Sie haben ja gesagt, dass dann auch so Standortdaten mit übermittelt werden. Ja. Geht das in Deutschland? Deine Notfallkontakte kriegen den Standort, genau. Also wenn du im Notfallpass auf dem Handy, ich habe da zum Beispiel meine Mutti eingetragen und wenn jetzt ein Notruf über mein Handy ausgeführt wird, kriegt die eine SMS mit meinem Standort und dem Hinweis, dass ich einen Notruf getätigt habe. Das heißt, die müsste dann bei der Notrufzentrale anrufen, um den genauen Standort durchzusagen. Okay. Immerhin. Naja. Nachdem sie 2 Stunden später drauf geguckt hat. Genau, richtig, weil sie mal wieder nicht auf das Telefon geguckt hat. Liebe Grüße, Mutti. Aus dem Grund habe ich ja mehrere Menschen in diesem genau, Notfall. Ja, mehr Notfallkontakte. Mehr Notfallkontakte, genau. Und das hatte ich auch nicht meine Eltern. Aber so eine allgemeine Diskussion, diese Dauerüberwachung der Gesundheitsdaten, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Wollen wir das fast mal aufmachen? Ich wäre da irgendwie ganz pragmatisch. Mehr Daten bringt viel. Insofern, wie es ja auch auf der Bühne hieß, dass viele mit Beschwerden in die Praxis kommen und die aber gerade just in diesem Augenblick nicht zu erfassen sind. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, als Mediziner auf einen viel größeren Datenbestand zurückzugreifen, kann man natürlich auch ganz andere Schlussfolgerungen und infolgedessen auch ganz andere Therapien einleiten, als das der Fall wäre. Herr Molz, unter Medizinern. Ich habe gerade so Dr. Molz. Einen kleinen Artikel geschrieben für die News über Google Verily oder Verily. Und die gehen das Thema ja noch, wie Google das gern macht, viel, viel breiter an. Die haben gleich so einen ganzen Campus gegründet, der aussieht wie eine Universitätsklinik. Und da hat also, es ist also nicht Google, es ist Alphabet, die Firma Verily, also gegründet, wo mittlerweile 1000 Mediziner arbeiten oder 1000 Wissenschaftler. Und genau das erreichen wollen, dass du im Prinzip ständig überwacht wirst, die Tools entwickeln, Sensoren entwickeln, Software entwickeln. Das ist die Theorie, also ist ganz klar, je mehr Daten, umso besser. Da bin ich dann drauf gestoßen, dass viele Mediziner dem widersprechen. Mehr Daten führt auch zu Überdiagnostizierung und daraufhin sogar zu Fehldiagnostizierung. Also diese Gleichung kann man nicht immer aufmachen. Ich finde nur, ich finde es ein bisschen gefährlich, sich auf so Geräte zu verlassen. Das merke ich beim Auto schon. Je mehr Technik da drin ist, desto dümmer werden die Autofahrer, habe ich das Gefühl. Und das ist bei so einer Uhr, die dir dauerhaft sagt, hier, guck mal, dein Herz rennt gerade. Ich fände es da irgendwie, es ist zwar ganz nett, klar, und wenn du krank bist oder irgendwelche Beschwerden hast, ist das natürlich sehr sinnvoll. Aber so als gesunder Mensch sollte man doch vielleicht seinen Körper selbst kennenlernen oder wissen, ganz wichtiges was passiert. Thema. Ganz wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass diese Kommunikation des Gedankens, du bist immer potenziell krank, finde ich einen schwierigen Gedanken.
Da, was ist zuerst da, der Gedanke an Krankheit oder die Krankheit? Mhm. Ich weiß es nicht. Oder ich weiß vielleicht doch, aber das ist eher Thema eines metaphysischen Podcasts vielleicht, wo man mich jederzeit mal einladen kann. Da würde ich gerne meine Meinung zu sagen. Aber wie dem auch immer sei, das ist ähnlich wie bei Fahrradhelmen. So, also in den letzten 1-2 Jahren ist es ganz stark eingerissen, finde ich, dass es fast normal ist, dass Leute, jedenfalls bei uns, mit Fahrradhelmen durch die Gegend fahren. Und das finde ich eine komische Entwicklung. Also man mag mich für sehr unzufrieden risikobereit halten, aber ich hätte keine Lust, einen Fahrradhelm zu tragen. Das ist diese Denke, mit der ich mich nicht anfreunden kann. So, ich gehe aus dem Haus, mir fällt potenziell ein Ziegelstein ein Dachziegel auf den Kopf. Man kann nicht immer alle Eventualitäten ausschließen. Und das ist ein Denken, das mir überhaupt nicht gefällt. Mhm. Insofern. Ja, aber bei der Datenerfassung bist du ja nicht irgendwie beeinträchtigt. Wenn du eine Uhr am Handgelenk trägst, trägst du die ja in erster Linie auch aus anderen Gründen, beispielsweise als Uhr. Ja, Apple ändert das gerade. Glaube ich auch, dass das ein Feld ist, das in der Entwicklung ist. Ja, aber wenn man, ja klar, ist ja ein Zusatz dazu, wenn man weiß, dass die Uhr einen quasi auch unterstützt, gesundheitlich, indem sie Daten erfasst, die in der Auswertung hilfreich sein können. Klar, muss man da irgendwie als Mediziner sicherlich nachdenken, wie du sagtest, zu viel an Daten führt vielleicht auch dazu, dass dann zu viel an Krankheiten diagnostiziert wird. Wenn man aber einen großen Datensatz hat, kann man vielleicht auch Schwellwerte ganz anders setzen und vielleicht auch anders definieren, was krank bedeutet. Also, genau, das ist das, was Google zurzeit macht. Die haben 4000 Leute rumlaufen, die so eine spezielle Smartwatch von Google, die es gar nicht zu kaufen gibt, am Handgelenk haben, weil Google jetzt erstmal klären will, was macht eigentlich einen gesunden Menschen aus. Trotzdem führt es uns zurück zu dem Thema, was ist die Sicht, die du auf dich selber hast? Bist du immer potenziell immer potenziell zu kontrollieren, dahingehend, dass du ja potenziell irgendwas haben könntest, oder ich weiß nicht, ich sehe das sehr kritisch, das passt alles in die heutige Zeit, wo die Leute den eigenen Körper und das eigene Selbstwertgefühl wir betrachten wie eine Maschine, hier noch eine Schraube festziehen, da noch eine Mutter nachdrehen, dann machst du da noch makrobiotisches Essen und dann jeder muss heutzutage Triathlon machen scheinbar. Und irgendwie ist das alles Selbstoptimierung, Lifehacking, und dann gucke ich da noch auf meine Uhr, weil irgendwelche Werte irgendwie von mir nicht stimmen. Ich weiß nicht, das ist eine sehr komische Entwicklung, finde ich irgendwie. Das ist alles so ein Self-Hacking. Ich weiß nicht, ob ich das positiv finden soll, aber ich bin ja auch alt. Ich finde es auch ein bisschen gefährlich und es verlagert ja auch ein bisschen so die Verantwortung. Ne? Wenn du Beispiel dein Fahrradhelm, ne? Wenn nur weil der Fahrradfahrer jetzt einen Helm auf hat, heißt das nicht, dass er sich rücksichtslos verhalten darf. Viele Fahrradfahrer denken, wieso, ich habe doch einen Helm auf, ich habe gute Kleidung an, ich kann einfach fahren. Ja, wenn ein Auto kommt, bist du trotzdem tot. Deswegen ist es besser, auf sich zu gucken oder sich selbst kennenzulernen, rücksichtsvoll Fahrrad zu fahren. Das ist wieso guckst du mich selber an? Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen gefährlich. Muss man beobachten. Ich finde, es liegt halt, also man muss irgendwie noch verantwortungsvoller damit umgehen. Also es ist ja schon so, dass meine Uhr im Moment, also mein Herz wird jetzt nicht die ganze Zeit aufgezeichnet, aber ich erfasse ja schon, wie viel ich mich zum Beispiel bewege, wie oft ich aufstehe, wie viel Kalorien ich verbrenne. Und als ich damit anfing, dachte ich auch, ach du Scheiße, das wird dieser Selbstoptimierungs- und ich hatte tatsächlich so ein bisschen das, was Thomas angerissen hat, so diesen Gedanken, oh, wie viel will ich überhaupt von mir aufzeichnen und brauche ich das? Und inzwischen habe ich für mich einen sehr guten Umgang damit gefunden, dass ich das einfach benutze, um für mich zu schauen, habe ich mich heute schon genug bewegt, und wenn es nicht der Fall ist, tatsächlich den inneren Schweinehund mal aufbringe und mich dann doch nochmal vor die Tür bewege.
Und das ist dann einfach ein Umgang, wie ich den wähle, aber ich werte jetzt nicht mit zig Apps aus, ob ich mich im Monat im Schnitt mehr bewegt habe als irgendwie was anderes oder wie viel höher mein Puls dann danach war als das und das und so, was ja theoretisch auch schon alles möglich wäre, aber also ich finde, es wird halt, man muss sich noch mehr damit auseinandersetzen und irgendwie selbstbestimmt dann gucken, was für einen der beste Weg ist. Ja, das fast ganz ganz. Ich glaube, das eine ist ja. Entschuldigung. Ja. Sorry. Ich finde, das eine ist quasi der aktive Umgang damit, wenn man quasi die erhobenen Daten nutzt, um sich selbst dann irgendwie auch zu optimieren. Das andere ist, wenn passiv Daten quasi aufgezeichnet werden und dann von der Uhr selbst quasi Informationen kommen wie, ja, du solltest zum Arzt, weil das ist ja einfach passiv ein Hinweis, dass du irgendwie was tun solltest, anstatt dass du selbst irgendwie in die Vollen gehst und optimierst und vielleicht gar nicht weiß, ob das gut ist, was du da optimierst. Das andere ist ja einfach erstmal nur quasi die Auswertung der Lage und Empfehlungen, die dir wahrscheinlich irgendwie weiterhelfen, wenn die Uhr sagt, geh mal lieber zum Arzt. Ja, und ich glaube, Herzrhythmusstörung, wenn ich das richtig verstanden habe vorgestern aus der Keynote, ist ja auch eine der meisten Herzerkrankungen, die auch in häufigen Fällen unentdeckt ist. Das mag alles sein. Aber ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht, dass theoretisch, wenn ich eine Herzrhythmusstörung habe, mir die Uhr das dann auch sagt. Ich habe keine Herzrhythmusstörung, Punkt. Ja. Würde ich Apple einfach mal so sagen. Ja. Das meinte ich aber vorhin auch, dass ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wenn du eine Beschwerde hast, du zu medizinischem Gerät greifst, um das zu überwachen. Ja. Diabetes ist ein Fall, keine Frage. Ja. Ja. Gibt es super Gadgets. Aber das dauerhaft an mir, ich möchte mich doch betrachten und wenn ich dann irgendwann mal was habe, dann gucke ich vielleicht mal nach. Mhm. Aber ansonsten muss ich mir doch vertrauen, das ist läuft schon. Oder so. Weil man kann sich auch genauso gut, glaube ich, verrückt machen damit. Wenn man die ganzen Daten hat und man ist kein Doktor, dann bist du halt. Aber das meinte ich mit der gewissen Passivität. Also du sollst einfach ein Stück weit im Notfall quasi gelenkt werden, anstatt dass du die Möglichkeit hast, dich wie eine Maschine quasi immer weiter selbst optimieren zu wollen. Aber ich glaube, macht das jemand von euch? Schaut jemand irgendwie in irgendwelche Apps und schaut, oh je, da könnte ich aber noch mal abends 300 Kalorien mehr. Nein, ich weiß ja, was ich mich bewege am Tag. Ich weiß auch, was ich esse am Tag. Also ich passe ja da schon auf. Ich gucke nicht im Nachhinein, sondern also das Grundproblem ist, dass wir ständig scheinbar Technik erschaffen und wir geistig eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen, was wir damit eigentlich in die Welt setzen. Das siehst du ja schon beim Smartphone und bei solchen Geräten geht es vielleicht noch viel weiter, die wir immer weniger sehen, vielleicht irgendwann gar nicht mehr sehen, die uns die ganze Zeit tracken. Ich will jetzt nicht wieder das Datenschutzfass aufmachen. Aber man sollte schon überlegen, dass zum Beispiel Google Verily jetzt mindestens mit Versicherungsanbietern zusammenarbeitet, wenn sie nicht sogar eigene Versicherungen aufmachen wollen. Ja. Und dann geht es irgendwie danach, wie gesund du lebst und wie du dich verhältst, wie viel Beiträge du nachher zahlst und so. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich sehr fair, das mag uns sehr fair erscheinen. Hey, ich mache doch hier immer diese ganzen Jogging-Geschichten, warum zahle ich denn genauso viel, wie mein Nachbar den ganzen Tag nur am Sofa rumliegt? Aber dann kommen so Begriffe wie Solidaritätsprinzip komplett unter die Räder. Ne? Und ja, das Fass ist jetzt zu weit aufgemacht für einen Keynote-Beitrag, gebe ich ja gerne zu. War doch mal ein schöner Exkurs. Ich würde das mal von der anderen Seite gerne aufgreifen. Gerne. Und zwar finde ich die diversen Messoptionen, gerade die Apple Watch jetzt schon hat, also die Apple Watch Series 3, wo es um Puls vor allem geht, sehr sinnvoll, wenn ich an Sport denke. Da finde ich es total gut. Wenn ich da irgendwie auf dem Ergometer sitze oder auf dem Spinningrad und mir abstrampel, sehe ich auf meine Uhr, so ab hier ist aber auch schwachsinnig, was du machst, weil außerhalb von sinnvollen Bereichen. Bist total im anoben Bereich, lass das genau machen. Zum Beispiel. Oder einfach auch viel zu lange schon mit einer zu hohen Pulsrate unterwegs. Und dann ist jetzt aber meine Frage, wenn also diese Technologie da drin ist in dieser Uhr, also kommt man dann nicht auch irgendwann in ein anderes ethisches Problem, wenn man jetzt sowieso schon einen Fitness-Tracker hat, der im Bereich von Fitness und Sport in der Lage ist, diese Daten zu erfassen?
dann hat man ja sowieso schon die Technik da drin, um zu erkennen, wann das Herz irgendwie von mir aus unregelmäßig oder zu schnell schlägt oder so. Und kommt man dann nicht irgendwann auch als Apple in das ethische Problem von, ja, ja, ich weiß, ich krieg das schon mit, dass dein Herz irgendwie nicht gut funktioniert, aber ich sag dir das mal nicht. Hm. Also wann ist der Punkt gekommen? Freischalten. Naja, ja. Also wann ist da der Punkt gekommen, ne? dass man dann im Zweifel Apple eher den Vorwurf machen müsste. Sag mal, ihr kriegt seit 3 Jahren, kriegt ihr da in diesem Cupertino und im Rechenzentrum mit, dass mein Herz irgendwie im Arsch ist. Warum sagt mir das denn keiner? Aber wandert das denn überhaupt zu Apple? Also im Moment. Also, nicht zu Cupertino. Ja, das war schlecht das ausgedrückt. Das ist verschlüsselt, ja. Genau, Apple hat diese Daten ja nach eigener Aussage gar nicht. Mein Gerät weiß die Daten. Ja, mein iPhone weiß sie. Ich weiß nämlich, dass als ich ein Backup eingespielt habe, die Aktivitätsdaten von davor weg waren, weil ich die nicht mitgespeichert hatte. Ja. Und das heißt dann halt auch, dass sie nicht in der iCloud liegen. Also zumindest sagt Apple das. Na, die liegen in deinem iCloud Backup. Ja, genau, richtig. Aber ja. Du musst es verschlüsseln. Dann genau. Muss ich verschlüsseln, sonst liegen sie da gar nicht. So, genau. Genau. Und weil ich es nicht verschlüsselt hatte, waren sie danach dann noch nicht mehr da. So, ja, aber natürlich weiß man nicht, ob es nicht, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, ob Apple diese Datenschutzgeschichte ewig hochhalten kann, ob das in Zukunft so ist. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Ja, ich fand das interessant, Apple sammelt ja die Daten jetzt schon. Mhm. Also deine Uhr sammelt die Daten jetzt schon. Aber das ist interessant, ja. Was muss passieren, damit die Uhr dir Bescheid sagt? Ja. Und wenn die Serie 4 dich bei einem Sturz vielleicht das nicht mitkriegt und du da auf der Straße liegst. Mhm. Kann ich Apple verklagen? Ja, das ist der Punkt, den hatten wir schon mal vor 2 Jahren, haben wir die schon mal in der MacLive diskutiert. Also diese komische gespenstische Puppe da in vor allem UK und USA gab, mit der Kinder reden konnten. Oh ja. Die sie auch unter verschiedenen Aspekten vom Markt genommen haben. Zum einen, weil es irgendwie ein Überwachungsgerät ist, so ein Ganzraumüberwachungsgerät war, was irgendwie nicht sein darf, durfte. Und da war ja auch schon meine Frage, inwiefern das Unternehmen, die haben jetzt nicht mit Datenschutz und Verschlüsselung und sowas hantiert, sondern die haben dass das Kind spricht zu dieser Puppe, das wird auf einen Server ermittelt, der findet heraus, was das Kind gesagt hat, und dann kommt da irgendwie eine lustige Antwort bei raus. Und da war ja dann auch schon die Frage, die in diesen Ethikbereich ging, das ist ja alles schön und gut, solange Kind X erzählt, dass Kind A aber beim Kartenspielen geschummelt hat oder beim Fußball 3 Tore geschossen hat oder so. Aber was passiert, wenn es dann auf einmal um Kindesmissbrauch geht? So, und dann liegen da irgendwelche lustigen Tonmitschnitte von einem Kind, was so einer Puppe irgendwas erzählt, auf irgendwelchen Servern von Ho Chi Minh Flower Powers rum. Das heißt, irgendeine Firma weiß das grundsätzlich. Und ab wann müssen die dann irgendwie losmarschieren? Klar, es ist mal ein deutlich drastischer und dramatischerer Fall, als wenn es dann um mein eigenes Wohlergehen geht. Aber das ist dann so die ethischen Fragen, die mit dranhängen. Also wenn Unternehmen, oder in dem Fall bei Apple nicht das Unternehmen als das Rechenzentrum in Cupertino oder sonst wo, aber zumindest mein iPhone weiß, dass es mir nicht gut geht, muss es mir das nicht sagen. Das Thema der Maschinenethik ist ein ganz großes Thema für die Zukunft. Ich glaube, und es ist nicht geklärt, das da malen sich Firmen wie Google und Apple noch gar nicht aus, was da auf die Zukunft. Kein Wunder, dass Apple sich die Rechte an The Foundation gesichert hat, wo ja gerade auch die Frage. Ja, aber das ist, also um den Bogen nochmal ähnlich weit zu schlagen, wie Thomas das gerade schon getan hat, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass das nicht geklärt ist. Die Firmen laufen jetzt los und entscheiden Dinge und machen mal irgendwie, wie sie es für richtig halten. Hm. Und im besten Fall haben sie einen eigenen Ethikkodex, den sie da folgen. Aber eigentlich ist das ein Problem, was Gesellschaft und Politik mal angehen müsste. Ja, und die reagiert maximal, also auf bestehende Dinge. Irgendwie, also und wenn, dann auch viel zu spät. Man kommt auch gar nicht mehr hinterher. Das sollte man von der Politik wohl nicht erwarten, nein. Nee, aber mein Paradebeispiel dafür, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, Glück gehabt, sind autonom fahrende Autos, wo es ja schon immer dieses lustige, ich weiß gar nicht, wie das Problem wirklich heißt, ist dann so ein Denkproblem aus der Philosophie, wo es darum geht, wenn du schon ein Unfall... Dilemma, glaube ich, ne? Es ist ein Dilemma, ja. Also wo es darum geht, wenn es schon zu einem Unfall kommt, damals ging es noch um Züge und Draisinen, als das irgendwie aufgekommen ist, wonach entscheidest du, wen du letztlich dann irgendwie umbringst? So, wenn ein Unfall nicht vermeidbar ist, du kannst noch wählen zwischen A und B, wer hat zu sterben?
Und dann ist so natürlich so beim selbstfahren Auto, klar, ich bin das nicht, weil ich kaufe ja nun kein Auto, was mich umbringt. Das soll schon irgendwie so entscheiden, dass ich überlebe. Soll die Firma ist relativ zügig pleite. Und dann ist halt aber auch, es gibt halt einfach keine Regeln, die entscheidet, ja, drei 7- bis 10-jährige Kinder sind schon irgendwie wertvoller als eine 90-jährige Oma. So, da gibt es einfach keine Regel für. Wer will die auch aufstellen? Aber aktuell muss das ja jemand tun, weil so ein Auto bekommt man zwar wieder mit, da steht eine Person, da steht drei Personen, hier gibt es irgendwie, es muss irgendein Unfall passieren. Das heißt, aktuell entscheidet das dann irgendein Programmierer in den USA, in Japan, auch wenn die Autos gebaut werden, was dann da passiert. Das ist mega spooky. Also natürlich wird es da keine Codezeile geben, in der das so drinsteht, aber das sind die Entscheidungen, die dieses Auto dann irgendwann treffen muss. Das ist irgendwie Code, jemand hat also Dinge da programmiert. Und eigentlich sollte es dafür Leitplanken für geben. Also politische Leitplanken. Um jetzt nochmal wieder auf die Uhr zurückzukommen. Wir sind ja ursprünglich dahin gekommen, dass die Funktion in Deutschland nicht verfügbar sein wird, weil sie keine Zulassung hat bis dahin. Ist ja vielleicht ganz gut. Also, dass das erst geprüft wird und ja, auf jeden da Fall. Auch mal jemand drauf guckt und die es das nicht einfach hier so auf den Markt werfen. Auf jeden Fall. Es wird ja immer über Schulmedizin geschimpft. Also ich finde es ganz gut, wenn mein Arzt mal zur Schule gegangen ist. Also finde ich schon noch. Wobei das auch, ich find's, insofern finde ich den Teil wiederum merkwürdig. Also ich verstehe es bei Medikamenten, wo du verschiedene Chemie reinklopfst und dass es da auch unterschiedliche Denkschulen gibt, was man Menschen zumuten möchte, was man Menschen nicht zumuten möchte. Bei so einer EKG-Messung kann es ja eigentlich nur darum gehen, wie genau ist das? So, und das, ich finde es dann irgendwie, finde ich es auch relativ abenteuerlich, dass es da noch kein Zusammenschluss gibt zwischen der EU und den USA, dass man sagt, so, ja, okay, wenn die Amerikaner ausgerechnet haben, dass das eine Fehlertoleranz von, du weißt nicht, wenn die Zahl zu 1,3% hat, das wird schon gut genug für uns sein. Ja, das wird, sondern dass da jeder nochmal einzeln nachmessen muss, ob das jetzt irgendwie wirklich den Herzschlag genau kriegt. Also ich wäre vorsichtig bei dem Lobbyismus. Ja. Ja, also, der da existiert. Sowas sollte ja in so Handelsabkommen unter anderem mit dabei sein und das wird die nächsten 2 Jahre nicht passieren. Da brauchen wir uns keine Illusion machen mit gewissen Leuten an der Macht. Aber wo irgendwelche Grenzwerte für wie viel Fett irgendwas enthalten darf, genau, wie viel richtig. Du zu dir nehmen darfst, ja. Laufend erhöht werden. An die Realität angepasst werden. Ja. Also, Touché. Ich finde, man merkt daran, dass wir allein über diese Apple Watch in eine doch sehr schöne, tiefe Diskussion gekommen sind, wie viel spannender das Produkt im Vergleich zu den iPhones tatsächlich ist. Ich glaube, für die Zukunft tatsächlich. Ja. Weil, was soll sich noch tun bei Smartwatches? Ha, das ist jetzt natürlich eine steile These. Nee, du meinst Smartphones, oder? Smartphones, ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Da geht die Entwicklung eigentlich nur noch dahin, immer weniger anfassbare Materie sozusagen zu bieten. Ja, bei den Smartwatches und dem Oberbegriff Wearables eigentlich genauso. Je weniger du siehst, umso besser, oder? Plus Smartphones sind im Wesentlichen auch fertig, ne? Also ja. Es ist so, naja, also beim ersten iPhone 2007, das hat man in die Hand gehabt, also, ja, das ist schon ganz cool, aber jetzt irgendwie nur Edge ist schon ein bisschen langsam und irgendwann kriegst du das nächste iPhone, so, ja, jetzt ist das irgendwie UMTS, aber jetzt irgendwie ein Bildschirm, auf dem man auch mal sehen kann, wäre auch irgendwie ganz cool, aber ich habe jetzt eigentlich, also wenn Apple jetzt kein neues Smartphone vorgestellt hätte, ich hätte jetzt kein Problem gehabt, noch ein Jahr mit dem iPhone 10 durch die Gegend zu laufen. Also die Dinger sind wirklich gut. Apple auch nicht, bestimmt. Aber sie mussten halt irgendwas bringen. Naja, klar. Aber und genauso wirkt die Keynote auch so ein bisschen, oder? Ja, aber darauf will ich auch ein bisschen, darauf will ich ja hinaus. Das ist eigentlich diese Geräte fertig, da sind keine riesigen Sprünge mehr zu erwarten. Aber das ist ja einer der wenigen Punkte, an denen wir beide uns mal wirklich einig sind, dass die Apple Watch das Potenzial hat, das wichtigere Produkt zu werden. Oder die Wearables an sich. Ja. Ja, interessant ist auch, dass die, was Stefan vorhin gesagt hat, dass ja, du hast ja noch diese Grundfunktion, die Uhrzeit. Ich stelle jetzt mal die Theorie in den Raum, dass die Grundfunktion eines Smartphones schon lange nicht mehr das Telefonieren ist. Und ähnlich würde es sich wohl vielleicht auch mit der Smartwatch entwickeln. Ein Smartphone heißt immer noch Smartphone, obwohl es kein Phone mehr größtenteils ist, jedenfalls nicht in meiner Anwendung. Ich telefoniere auch nicht gerne, also alle von meinen Bekannten und so wissen das. Ich habe noch nie gerne telefoniert und mit einer Smartwatch, ich habe noch nie gerne auf eine Uhr geguckt.
Und sehr wahrscheinlich, auch wenn es länger weiter Smartwatch und Apple Watch heißt, wird die Hauptanwendung nicht mehr die Watch sein. Nee. Aber ich möchte noch ergänzen, also ich meine, einfach nur zu sagen, Uhr ist vielleicht nicht weit genug gegriffen, sondern vielleicht einfach Accessoire. Also es ist auch dann, ich möchte nicht sagen Kleidungsstück, aber eben vielleicht genauso ein Schmuckstück, wie sich andere Leute Ringe oder Ohrringe oder sonst was an den Körper packen. Also es macht ja auch modisch was her. Das sieht man nicht nur daran, dass es doch eine sehr erkleckliche Auswahl verschiedenster Armbänder auch gibt, wo es auch wirklich Menschen gibt, die mehr als ein Armband besitzen und sich überlegen, welches ziehe ich denn heute an? Ja, die Smartwatch hat es insofern gar nicht leicht gehabt, weil eine Watch gab es schon im Gegensatz zu einem Smartphone so im Großen. Klar, es gab vorher ein Telefon, aber das wurde noch anders assoziiert irgendwie mit den Dingern, mit Wählscheibe am besten noch, die früher zu Hause rumstanden und halt immobil waren. Und dann, klar, gab es vorher schon Handys, aber ein Smartphone hatte den Vorteil, dass es irgendwie sich nochmal völlig neu anfasste, weil es auch ein völlig neues Bedienkonzept mitgebracht hat. Eine Smartwatch, irgendwie hatte man immer das Gefühl, ach, sowas gab es doch schon längst und jetzt halt mit irgendwie so ein, es gibt halt keine Zeiger mehr, sondern es gibt jetzt da drauf auch ein Display. Der Start war gar nicht so leicht für die Smartwatch, aber ich glaube, das ganze Thema Wearables wird gerade jetzt im Hinblick auf, wie man bezahlt in Zukunft, noch viel, viel wichtiger werden. Aber es ist ja eigentlich, also so eine Uhr ist ja auch nur eher so das Vehikel, ne? um all das, was in dieser Uhr steckt, zu transportieren. Man kann, also der nächste große Schritt ist ja irgendwelche komischen bionischen Implantate oder so. Also ich denke jetzt sehr weit. Aber ach, das ist gar noch gar nicht, das ist nicht so weit. Das gibt es ja schon fürs Bezahlen. Ja, oder für Diabetes gibt es auch schon irgendwie Dinge unter der Haut und so. Ja. Ja, vor allem wird man auf die Uhr auch angesprochen. Also das Telefon hast du in der Tasche, die Uhr habe ich die ganze Zeit am Handgelenk und spätestens, wenn ich ein kurzärmliches Hemd anhabe, sieht sie auch jeder. Mhm. Und ich werde mehr auf die Uhr angesprochen als aufs Telefon. Also deswegen ist das für Apple natürlich ein sehr prominenter Spot auch am Handgelenk. Und ja. Die Armbanduhr hat vorher immaterielle Dinge ja schon immer irgendwie immer in den eigenen Erfahrungsbereich gebracht. Also Uhrzeit zum Beispiel. Also vor Leute erst eine Taschenuhr, dann eine Armbanduhr hatte, war Uhrzeit ein ganz anderer Begriff irgendwie. Man guckte vielleicht an den Turm oder man guckte an die Sonne oder was weiß ich was. Und auf einmal hattest du Uhrzeit kanalisiert bei dir am Handgelenk zum Rumtragen. Das ist ein ganz anderer Zeitbegriff, der ja dann entstanden ist. Und Statement ging auch schon immer. Wenn du eine Rolex getragen hast, das war ein Statement. Ja. Also die hast du nicht getragen, weil sie meistens nicht, weil du sie so schön fandst. Also insofern ist eine Armbanduhr oder ein Wearable schon immer ein Instrument gewesen, um Dinge erfassbarer zu machen, schon immer ein Instrument gewesen, ein Kulturinstrument gewesen, wenn du so willst. Ja, ja. Und da sind wir wieder im metaphysischen Bereich. Ja. Machen wir es konkreter, wenn hier gerade der Begriff Statement gefallen ist. Ist euch auch aufgefallen, dass die Produktpalette so ein bisschen geschrumpft ist? Also nach oben hin hat man jetzt quasi nicht mehr das Edition-Modell. Das war, glaube ich, bei der Series 3 noch Keramik. Davor war es Gold. Und jetzt bei der 4 gibt's nichts, beziehungsweise Gold gibt's einfach nur noch als Farbe, Gold nicht mehr als Material. Achso, genau. Aber sie haben und du kannst dir halt die teuren Hermesbänder dazu bestellen. Aber sie haben doch auf Keramik hingewiesen, oder? Der Boden ist irgendwie der Boden ist jetzt überall Keramik. Weil es aber es gab ein Modell, das war quasi aus Vollkeramik. Ja, genau, das weiß ich, ja. Jetzt ist es ein sehr guter Träger fürs Empfangssignal. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich waren einfach die Verkaufszahlen nicht entsprechend, ne? Und wie teuer ist so eine Keramikuhr gewesen? 1000 irgendwas? 1500, glaube ich. Also, wenn das 400, für eine Uhr ausgibt, der kauft sich wahrscheinlich keine Apple Watch, sondern vielleicht eine Armani. Ich fand die Keramikuhr nicht unschön und ich fand sie auch ein sehr spannendes Material. Ja gut, aber vom Ding her war das Material anders, aber die Uhr sah genauso aus. Ja, die Uhr sah genauso aus und ich hätte nie 1500 Euro dafür ausgegeben, wenn ich für 350 die gleiche Funktion kriege. Ja, aber da müssen wir jetzt abwarten. Ja. Jetzt müssen wir abwarten, in 2 Jahren kriegen wir sie gebraucht für... Will ich die Keramikuhr dann in 2 Jahren noch tragen? Ich finde die verdammt schick, aber nur gut. Ja, aber mit dem kleinen Display, also das will man doch nicht mehr dann. Bis dahin gibt es kein Display mehr.
So. Ach so, ja dann. Direkt in die Haut implantieren. Ist auch eine Option. Gut, haben wir noch was zum iPhone-Event, zum Apple-Event? Ja, höchstens den Ausblick, dass wir damit rechnen, dass es dieses Jahr noch ein Event geben wird, weil es stehen ja noch die iPad Pros aus. Nein. Und man hofft ja noch auf neue Mac-Modelle, sprich ein neues MacBook, ein neues günstigeres MacBook und einen general überholten Mac Mini. Die Hoffnung ist da. Konkrete Ankündigungen gibt es noch nicht. Gibt auch, glaube ich, noch keine Gerüchte mit neues Event im Oktober, aber also zumindest ich gehe mal davon aus, dass es im Oktober noch irgendwie irgendwas geben wird. Also wirklich ein Event? Also ich schätze, dass sie neue iPads einfach nur mit einer Presseerklärung rausschicken. Ich glaube, sie machen nicht noch ein Event. Ich glaube, die haben sich jetzt auf zwei Events im Jahr eingepegelt. Trotz Face ID und randlosem Display? Ja. Okay. Gut. Okay. Jetzt haben wir es auf Band. Wir spielen das dann nochmal ab im Oktober. Gut, wenn man ich hoffe doch nur, dass wir wieder so lange wach bleiben müssen. Ach Gott, ja. Wir haben noch ein bisschen Technikspiel kommen auf der Liste. Ja, Hardware-Kurztests. Wer hat denn was gemacht? Oder ich hatte so ein paar Sachen zwischen den Fingern, die ich ganz cool fand. Und zwar einmal von Logitech gibt es einen Wireless-Ladedock, nennt sich Powered, wurde wohl gemeinsam mit Apple designt. Im Unterschied zu den normalen Ladepads, wo man ja das iPhone einfach nur draufschmeißt und wenn man drauf gucken will, sich irgendwie den Hals verrenkt, ist das Logitech-Dock eben so, dass das so einfach um den Daumen. Muss es jetzt nicht vorführen, wir sehen das nicht. Ja. Ich dachte auch gerade, irgendwas mache ich falsch. Also 60 Grad geneigt ist oder sowas, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Das heißt, du kannst das irgendwie auf deinen Schreibtisch stellen. Und wenn eine Nachricht kommt, gleich irgendwie mit Face ID entsperren. Aber du sagst um es gerade mit Apple Design. Ich habe gerade nochmal die Fotos angeguckt. Schnee, ist schneeweiß. Schon ganz schön hässlich. Ich finde es ganz schick, aber da gehen die Geschmäcker auseinander. Ich habe es noch nicht live gesehen. Ja, das nimmt sich nicht viel in dem Fall. Mhm. Ist auch ganz praktisch, dass man das irgendwie nicht nur vertikal, sondern auch horizontal drauflegen kann und dann lädt es trotzdem. Kann man irgendwie auch ein Filmchen drauflaufen lassen, während man beispielsweise podcastet oder so. Mit Untertitel. Was soll das heißen? Aha, Herr Molz. Aber 70 Euro finde ich eine Hausnummer, oder? Ja, muss man schon ausgeben da wollen. Auch günstige allerdings ist da ein Netzteil quasi mit dabei. Leider ist das Kabel ein bisschen kurz. Ich glaube, das ist nur so 1,50 Meter maximal. geistigem Auge wie er da. Ja, soll ich ein Foto machen? Lieber nicht. Das ist natürlich hinten. Nee, das ist mal schön mit der neuen AR-Maßband-App von Apple. Genau. ich glaube, das bekommt die nicht hin. Die stürzt da gleich ab, wenn sie den Kabelknäuel sieht hier unterm Schreibtisch. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Und wenn man irgendwie das Netzteil quasi mit einfaktorisiert beim Preis, ist es auch noch okay, weil andere, die Pads von Mophi oder Belkin kosten auch so um die 60 Euro. Ja. Da finde ich das ganz, ganz okay. Was auch noch ganz nett ist, das hatte ich bei Mophi gesehen, ich glaube, das war eine Neuheit, ist dann so ein Transformer Lader, der sowohl irgendwie eben laden kann, als eben auch also als Aufsteller benutzt werden darf. Gibt es bestimmt auch mal demnächst irgendwie im Test. Wenn wir schon mal beim Mophi sind. Ja, bitte. Ja, ich war jetzt schon bei der Überleitung. Ich mach mal die Stelle auf. Also ihr seht das hier alle nicht, aber ja. Doch, Videopodcast. Von X-Layer gibt es auch so ein Teil zum Hinstellen. Wo du quasi das Rückenteil gleichzeitig als Powerbank nutzen kannst, was ich ganz, da finde ich das dann, hast du noch einen Zusatz, sonst kannst du auch mitnehmen, kannst dann auch drahtlos laden, kostet allerdings auch 80 Euro. Ja, Powerbank ist das Stichwort, ich hatte hier noch von Mophi die Powerstation Plus XL, also muss was Tolles sein im Namen nach, ist auch nicht schlecht, ist so eine 10.000 mAh Powerbank, mit der man so das iPhone 2,5 Mal irgendwie aufgeladen bekommt, wenn man unterwegs ist.
also voll aufgeladen bekommt von 0 auf 100. Ein Lightning-Kabel ist da quasi schon eingebaut. Das kann man einfach in so eine Kerbe am Gehäuse reinklemmen, damit es irgendwie auch verschwindet und nicht rumdingselt und stört. Und das Ganze wird auch aufgeladen über einen Lightning-Stecker. Heißt, das Ganze ist gut im Apple-Ökosystem verankert, so dass man es quasi mit all dem benutzen kann, was man schon an Kabeln zu Hause rumliegen hat. Bonus ist, das Ganze lässt sich auch kabellos laden. Also man kann die Powerbank einfach auf so eine Ladematte stellen oder werfen und dann lädt die. Die lädt aber sehr lange. Also die lässt man dann wirklich über eine lange Nacht liegen, damit sie wieder voll aufgetankt ist. Spannend. Ja. Naja, also ja. Kabellos Ladestationen zum kabellos Laden habe ich auch noch nicht gehabt. Also ja, es gibt's auch noch als Variante, die hatte ich hier aber noch nicht, mit der du quasi das iPhone dann selbst kabellos laden kannst. Das ist natürlich noch cleverer. Ja. Ja. Ich habe derweil was mitgebracht aus der echten Welt. Ich habe den Fleisch. Ich habe den Mieter getestet. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren schon häufiger so hantiert mit iPhone gekoppelten Fleisch und sonstigen Garthermometern. Und bisher sind alle wirklich letztlich eine Katastrophe gewesen, inklusive dem relativ teuren Teil von Weber. Die fangen immer schon damit an, dass das so an und für sich so ein bisschen ungelenk ist, dass man so eine Thermometerspitze dann in das zu garende Grill oder sonstiges Gut steckt und hat dann so ein langes Kabel dran, das dann auch gerne mal 2 Meter ist, was man dann irgendwie entweder aus dem Grill oder aus dem Backofen raushängen hat und dann magnetisiert man da so ein anderes, so eine Basisstation dran. In dem Fall von dem Weber-Thermometer, gut, da habe ich die alte Generation gehabt, die neue hat das schon geändert, kann das Ding selbst nicht mal die Temperatur anzeigen, obwohl es halt draußen am Grill oder Backofen dran klebt, sondern nur auf dem Smartphone. Man kann es auch mit anderen Leuten nicht teilen. Das war irgendwie alles doof. Und dann auch nur Bluetooth. Und vieles davon löst dieses Mieter-Thermometer. Das steckt man halt auch dann in das zu garende Stück Fleisch oder sonstiges rein, wo es auf Temperatur ankommt. Es hat keine Anzeige, darf aber auch kein Kabel, das irgendwo los raushängt. Hat den großen Bonusnutzen, aber dass es nicht nur Bluetooth kann, sondern auch WLAN. Auf einmal hat man dann so ein Thermometer, was auch ein bisschen Reichweite hat, aber das war auch ein Problem, dass wenn ich bei mir zu Hause irgendwo nicht direkt auf der Terrasse, sondern in der Mitte des Gartens ein Grillchen habe und da dieses Thermometer drin stecken hatte, das dieses Bluetooth-Thermometer, was ich vorher hatte, und dann mal in die Küche gehe und da Dinge mache, dann brauche ich auch kein Thermometer mehr, weil bis dahin reicht das Bluetooth dann irgendwie nicht mehr durch 3 Wände durch. Von diesem Mieterteil bin ich wirklich sehr überzeugt, das wirkt sehr hochwertig und ist auch nach mehreren Durchgängen der Benutzung. Funktioniert das immer noch? Das ist auch zwar kein Alleinstellungsmerkmal, aber viele andere Thermometer hat es dann so nach dem ersten Einsatz auch dahin gerafft, weil dann doch weniger Temperatur abkönnen, als draufsteht. Sehr praktisch. Naja, das Thermometer gegrillt? Naja, quasi, ja. Ich bin da wirklich überzeugt von. Das kommt auch in eine nette Holzschatulle, die auch gleichzeitig so eine Ladestation dafür ist. Man kann es auch mal irgendwie tatsächlich vernünftig in der Küche irgendwo platzieren und hat nicht auch das bei diesen kabelgebundenen Dingern. Da hat man dann so ein Thermometerteil und diese Station und 2 Meter Draht dazwischen, die man irgendwo verstauen muss und das geht auch nie gut. Und das Ding ist wirklich, wirklich gut. Also ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Das ist auch im Magazin getan, hat auch irgendwie Testnote 1,0 bekommen, weil es nichts an Aussetzen gibt. Halt, was kostet das? Da stellst du jetzt die richtige Frage, erwischt, erwischt. Die ich dir natürlich beantworten kann. Und weil ich das so aus dem FF weiß, versuche ich zwischendurch ein bisschen darüber zu reden, solange ich die Shop-Taste auf der Webseite suche. 89 Euro. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. 89 Euro hat das, genau. Super. Die noch wichtigere Frage ist, waren die Steaks alle auf Spesen? Das kann ich jetzt in der Öffentlichkeit. Ah, okay. Ich weiß nicht, wer alles mithört. Im Zweifel alle. Genau, ja.
Ja, mithören, das ist ein gutes Stichwort, weil wir, es hören uns erfreulich viele Menschen, aber niemand möchte mit uns reden. Ja, obwohl stimmt. Wir sogar ein lustiges Video veröffentlicht hatten auf Facebook und gehofft haben, dass Menschen endlich mal unseren Anruf. Es gibt einen Anrufbeantworter nämlich wirklich, das ist kein Gag. Man kann da anrufen. Man kann hier. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. 0431 200 766 705. Und das klappt wirklich und das macht bisher keiner. Das ist ein bisschen schade. Ich wette auch nicht, ich gebe das auch nicht auf. Im Zweifel wird das als Running Gag erhalten, dass wir da jedes Mal zu aufrufen, einfach niemand anruft. das ist okay, damit kann ich leben. Da hängt mein Stolz nicht dran. Aber ich fände es für die Sendung wirklich nett, wenn Menschen, die eine Meinung haben, und ich glaube, spätestens nach dem iPhone-Event sollten wir genug Themen hier aufgerufen haben, zu den Menschen, die diesen Podcast hören, eine Meinung haben. Ich fände es nett, wenn sich Menschen melden würden. Das Duperphone sozusagen, der MacLife. Ja, genau. Da ruft ja auch immer verschiedene Leute an. Genau, und da rufen wir auch was für Menschen anrufen. Uli Hoeneß hat er mal angerufen. Tim Cook, wenn der das hört. Und einen Rant machen will. Ja, genau. Was ich euch schon immer mal sagen wollte. Ja, also wenn Tim uns zuhört, er ist jederzeit willkommen. Aber nur, wenn er dreimal Schleifenquadrat sagt. Schleifenquadrat. Also ja. diese Sprechtexte, die muss immer Johnny Ive machen auf der Keynote, ne? So. Ja, ich finde der Einzige, auch, der nicht redet wie ein Bauer da. Johnny Ive darf auch unser Intro einsprechen, finde ich, oder? Das wäre ja, auch nochmal was. Fall. Ja. Ich frage ihn, wenn ich ihn treffe. Frag ihn mal, wir laden ihn auch auf ein Bier ein als Entschädigung dafür. Oh, eins haben wir noch hier. Ja, siehst du? Also, soll er sich, frag ihn einfach mal. Ich denke, er wird ja sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber ihr trinkt doch gerade die abgelaufenen Biere, oder? Hallo? Sind die doch fehlenswert? Nein. Nein, das... Tatsächlich. Wir haben das Jahr 2017, oder? Wir haben das Jahr 2017. Ja, auf jeden Fall. Das Crafty-Magazin ist ein bisschen her. Die haben genug Alkohol, die kippen nicht. Es schmeckt auch wunderbar. Aber die Testmuster immer noch vorhanden. Ich hatte hier eine Gose, die wird sowieso nur besser mit der Zeit. Doch. Wir wollen das jetzt hier nicht zum Bier-Podcast verkommen lassen. Nein, Abgang des Monats ist, glaube ich, der nächste Punkt. Habe ich nochmal dazu geschrieben, weil es gerade just quasi in diesen Vorbereitungen passiert ist. Die allseits beliebte News-App Resi hat den Dienst eingestellt. Schack, warum? Habe ich noch nie von gehört. So. Ich bin wirklich, das macht mich wirklich betroffen. Okay, dann müssen wir vielleicht Thomas einmal kurz erklären, was das denn war. Ja. Dafür weiß ich, was ein Dual Sim ist. Tschading. Kasper, magst du kurz zusammenfassen? Was Resi ist? Ja, oder nee, war? Das könnt ihr, glaube ich, besser. Ja. Als ich. Sebastian, du bist doch großer Resi. Ja, ich habe seit Tag 1 genutzt und jetzt auch bis zum letzten Tag offensichtlich genutzt eine News-App. Die News in Chatform präsentiert. Das heißt, du bekommst einen Teaser zu einer News und kannst dann entweder sagen, mach was anderes, interessiert mich nicht, oder du kannst aus in der Regel 1 bis 3 vorgegebenen Fragen vertiefende Fragen zu diesen Nachrichten stellen. Und du hast eine Redaktion sitzen, den halt zu diesen Fragen die Antworten liefert, halt auch in knapper Textform. Wie so ein Chat halt, ne? Genau, von, ich weiß, immer so maximal 4-5 Sätze. Ja. Fand ich super smart. Es gibt auch eine News-Site, die macht das, so eine amerikanische. Wer ist das noch? Wer es weiß und anruft, gewinnt was? Ein abgelaufenes Bier von Herrn Schack. Ja, das können wir gerne machen. Ich schicke das auch zu. Aber ja, genau, das haben die so gemacht und ich fand es tatsächlich cool. Und auch, weil die tatsächlich die einzige News-App scheint, die scheint gelernt zu haben aus dem, was ich da so lese. Weil alle anderen tun das nämlich nicht. Weil ich reg mich jedes Mal wieder auf, wenn mir die ZDF-News-App oder auch die ARD-News-App irgendwelche Fußballergebnisse als Eilmeldung pushen möchte. Schrecklich. Weil, also ja, wenn wieder irgendwo mal Trump einen Krieg anzettelt oder so. Das ist mir eine Eilmeldung für. Was er de facto die noch nie Nummer, gemacht hat. Ja, aber die Nummer da, oder die, was gerade in Chemnitz da so abgelaufen ist. Das möchte ich sehr gerne als Push-Meldung haben, aber gleichwertig dazu irgendwelche Sportergebnisse. Und dann kann ich nicht mal da unter in der Regel Abstufung machen, weil das ist nämlich Fußball immer noch mehr als Kunstturn. Und das ist alles irgendwie gleichwertig in den meisten News-Apps. Und das hat mich aufgeregt, das konnte Resi nicht und ich fand den Ansatz ganz charmant.
diesen Chat-Ansatz ganz charmant und das machen die irgendwie dicht. Ja, die waren auch ein bisschen frech dabei und das war alles ein bisschen gut aufbereitet. Ja, ja, haben die ihre eigenen News mit meist auch lustigen GIFs kommentiert. Ja. Quartz heißt die Quartz. Ja. Stimmt. Quartz. Da gibt's eine App zu, die ist schlau. Ja. Außerdem hat der Dresi zu Apple News mehrfach MacLife als Quelle genutzt. Ja. Da lacht der Herr Molzen nur. Ja, ich hab gerade geschaut, in den App Store Charts sind wir in der Kategorie News mit der MacLife News App leider nur auf Platz 154. Schmeiner aber Ei. Resi ist irgendwie auf Platz 200. Also, ach so. Oh, dann könnte uns das bald auch so gehen. Wolltest du das damit sagen? Naja, ich denke, wenn Resi quasi so thematisch breit aufgestellt ist, würde ich auch erwarten, dass er natürlich viel mehr Leute in der Masse erreicht als Special Interest wie die MacLife. Da kann man mit einer 150 vermutlich irgendwie leben. Vielleicht kann es daher, dass sie eingestellt haben. Ja, jedenfalls können wir jetzt davon irgendwie ausgehen, dass in einer nächsten MacLife-Ausgabe es einen Vergleichstest mit News-Apps gibt, weil ich jetzt eine neue brauche. Wenn ihr eine gute News habt, ruft uns an. Ja, eine, die irgendwas an mehr oder minder künstliche Intelligenz nutzt, um sich darauf einzustellen, was mich wirklich interessiert. Was ist aus dieser News-App geworden? Ich glaube vom Soundcloud-Gründer. Oh, ich bin mir nicht vorbereitet. Lumio, Lumia, irgendwie sowas. Kann auch völlig falsch sein. Wer den richtigen Namen kennt, ruft an und kriegt ein abgelaufenes Bier von Herrn Schack. Also ich glaube, das war irgendeiner der Soundcloud-Gründer und das war so wie Tinder für News, also immer rechts, links. Das fand ich schlau. Ja, aber es scheint ja irgendwie nicht angenommen zu werden von den Leuten. Egal, wie wichtig ist, dass die News-App ein bisschen lernen kann, was mich wohl interessieren mag, wie Herr Schack schon gesagt hat. Ja. Naja. Ja, und Apples News-App wird ja wohl auch in naher Zukunft nicht in Deutschland verfügbar sein. Die ja wohl redaktionell betreut ist und wo ich das am ehesten vielleicht noch sehe. Also ich habe sie nie benutzt, weil sie ja hier offiziell nicht da ist. Lumi News. Ich will jetzt das abgelaufene Bier von den Schacken. Ja, aber das Tragische ist ja, dass du durchaus ja schon Apple News auf dem iPhone hast. Also du hast ja den News-Bereich im Sperrbildschirm. Ja, aber da ist ja auch nur Quatsch drin. Genau, da ist nur Quatsch drin. Also wenn ich mir die Quellen angucke mit Bild, Fokus und Co., dann stelle ich mir halt schon Fragen. Ja, in der App kannst du halt dann theoretisch auswählen, zeig mir nichts mehr von Bild und so ein Krams. Das kannst du machen. Ja, das... Aber mir geht ja, wie gesagt, in Deutschland nicht, weil hier die Redaktion nicht aufgebaut ist. Bin ich der Einzige, der Google News verwendet? Ja. Ja. Nach dem Redesign... Sehr gut, du kannst laufend irgendwelche News-Quellen... Du willst das Bier wirklich haben. Du kannst laufend irgendwelche News-Quellen abwählen. Super. Aber auch Themen? Ja, auch Themen. Okay. Cool. Weniger über dieses Thema heißt das dann, glaube ich. Ich glaube, du hast einen neuen Download-Kunden gewonnen. Puh, ich bin das alles aus. Soll ich dir das Bier jetzt aufmachen, Thomas? Ich will niemanden zwingen. Nein, ich möchte jetzt nicht. Okay, gut. Ja, gut. Ich lade das mal. Während du lädst, sollen wir dann weitermachen? Wir haben ja nur noch zwei Kategorien. Weiter, immer weiter. Was sollte man diesen Monat spielen? Oh, da schlage ich vor. Ganz, ach nee, das ist ja nicht auf dem Mac. Nee, nur eine PlayStation. Leider nicht. Aber dafür als Nachzügler das Prequel zu Life is Strange. Before the Storm. Ist, glaube ich, gestern auch für den Mac und für Linux erschienen. Und da werde ich mal so übers Wochenende reinspielen. Kann ich empfehlen, habe ich auf der PSP gespielt. Ist gut. Ja. Ist sogar von der Story, die Story ist dichter als im ersten Teil. Nicht spoilern. Nein, das ist nur eine Beschreibung. Ja. Gute Charaktere. Ja, ich bin gespannt, aber der erste Teil war super. Also so eine Art interaktiver Coming-of-Age-Roman mit bisschen Übernatürlichem, ne? Genau. Mhm. Das fand ich eigentlich einen ganz guten Mix. Mhm. Tolle Charaktere, super Musik. Ja, warte. Oh, wie hieß denn die Band? Habe ich vergessen. Der Soundtrack ist super, ja. Ja.
Und da bin ich ganz froh drum, dass das jetzt auch auf den Mac gekommen ist. Der Vorgänger ist ja, glaube ich, sogar inzwischen, ja, der ist auch für iOS zu haben, war auch ganz gut umgesetzt. Ich vermute mal, dass Before the Storm auch irgendwann nicht allzu ferner Zukunft auf dem iPhone landen wird. Und ja, was dann mit dem tatsächlich mit dem Nachfolger passiert, es gibt ja einen zweiten Teil, der jetzt auch demnächst erscheinen wird für Konsolen und Windows-PCs. Da dem Gesetz der Serie folgen, gehe ich mal davon aus, dass das so mit dem üblichen Dreiviertel bis ein Jahr Verzögerung dann auch auf dem Mac passieren wird. Ja, aber würde ich reinspielen, ist, glaube ich, ich müsste jetzt gucken, was aktuell der Preis ist. Ich würde da auch empfehlen, weil jeder Steam Key funktioniert, wenn man das über Steam kauft, einfach bei istthereanydeal.com nachzuschauen, wo ich das Spiel am günstigsten schießen kann. Ja. Ja, das war's an diesem Monat Spielen? Ja, es gibt noch, ich weiß nicht, ob ich das letzten Monat, ich habe schon so Gedächtnisprobleme in meinem biblischen Alter. Death Cells heißt das Spiel. Ist auf den ersten Blick so ein bisschen wie so ein Castlevania, so irgendwo zwischen 8 und 16-Bit Grafik mit diversen Waffen, diverse Monster meucheln durch dunkle Verliese ziehen. Der Gag dabei ist aber, dass das so ein Roguelike-Spiel ist. Das heißt, wenn du stirbst, verlierst du alles, was du bislang an Ausrüstung und Boni irgendwie hinzugewonnen hast. Nur ganz spezielle Boni bleiben dir erhalten. Also du wirst im Verlauf des Spiels zwar schon immer stärker, aber eigentlich zwingt dich das Spiel dazu, aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrades dich wirklich mit den Mechaniken zu beschäftigen, um immer weiterzukommen. Was dadurch noch zusätzlich erschwert wird, dass das Ganze auch so ein bisschen zufallsmäßig aufgebaut ist. Das heißt, jeder Durchlauf ist ein bisschen anders. Und tatsächlich, um das Spiel durchzuspielen, muss man es durchspielen in letztlich einem Schwung ohne Bildschirmtod. Klingt stressig. Das heißt, ja, eigentlich ist es relativ relaxed. Also so ein bisschen auch so die Mechanik, die in so Spielen wie Dark Souls drin steckt. Also sich so langsam vortasten. Dazu ist ja ein komplett entspanntes Spiel. Ja, eben. Also, ich bin entspannt. Hätte sie dich wegen der Herzfrequenz schon fünfmal eingewiesen. Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand das eigentlich eher entspannt. So. Jetzt wissen wir, was Stefan entspannend findet. Ja. Ja, vielleicht ist das einfach so in Relation zum Redaktionsalltag. Ja, ist schon gut. Ah, alles klar. Ja, cool. Nee, hattest du, glaube ich, letztes Mal noch nichts von erzählt. Insofern passt das. Sehr gut. Letztes Mal hatten wir noch eine Kategorie angefangen. Ja, ich hatte gelogen. Wir hatten noch gar nicht zwei. Jetzt haben wir noch zwei Kategorien. Podcast-Empfehlungen. Was Stefan hören will, hast du hier aufgeschrieben, Sven. Ja, letztes Mal wollte Stefan Podcast-Empfehlungen hören. Ja. Hast du dir davon was angehört? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich zur Beichte auf die Knie. Also. Nein, wir wollen dir ja welche geben. Und genau. Wenn du jetzt noch keine gehört hast davon? Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Wissenspodcasts, oder? Genau. Ja. Da war ich, glaube ich, ganz gut versorgt. Ich glaube, ich kann es mir dann auch nochmal im Podcast nachträglich anhören, um sie mal endlich zu Overcast hinzuzufügen. Also ihr seht. Was wäre denn noch eine Kategorie im Podcast, die dich vielleicht interessieren würde, wo du Tipps entgegennehmen würdest? Was Lustiges. Irgendwie so in Richtung du so Dinge mit Comedy? Ja, so witzige, tiefsinnigere Comedy. So wie das Känguru-Zeugs. Kennst du Radio 2? Nein. Von Radio 1? Das ist ganz gut. Das läuft schon mal komisch an. Läuft aber auf Radio 3. Ja, okay, jetzt habt ihr mich. Gibt es, glaube ich, wöchentlich. Ist auf jeden Fall lustig. Okay. Auch tiefsinnig, muss man auch sagen. Dann habe ich eine, weil du Känguru sagst, das ist ja Marc-Uwe Kling, der ist ja auch so ein bisschen aus der Poetry-Szene, Slam-Szene. Neues Buch sowieso, Quality Land. Kommt im Oktober ein neues Buch. Noch ein neues, ach du grüne Neune, der ist ja produktiver als, hast du nicht gesehen.
Es gibt eine Radiosendung, die auch als Podcast verfügbar ist, von ebenfalls zwei Poetry Slammern, und zwar ist das Talk ohne Gast. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gehört hat. Ist eine Sendung, deren Aufmacher im Grunde ist, dass sie einen Gast einladen, der immer nicht kommt. So wie bei uns hier keiner auf den Anrufbeantworter spricht. kommt dieser Gast nicht, und der hinterlässt immer eine Anrufbeantworter-Nachricht bei den beiden, warum er nicht kommt. So, und dann besteht der Rest der Sendung darin, dass sie über diesen Gast sprechen, und meistens verlieren sie nach 2 Minuten das Thema der Sendung und gehen in die skurrilsten, wildesten Diskussionen rein, und das ist teilweise auch sehr lustig. Also, klingt ein bisschen wie Zimmerfrei. Ja, nur Zimmerfrei war halt der Gast da. genau, also Talk ohne Gast läuft im Moment bei Enjoy und Radio Fritz, gibt es aber auch als Podcast. Ich habe noch, weil dich auch Medien interessieren, so wahrscheinlich auch Spiele, Filme und so, kannst du auch mal in die Multimaniacs reinhören. Hm? Die behandeln, wie der Name schon sagt, alles, was so Multimedia betrifft, sind dabei zum Teil sehr lustig. Man sollte sie nur nicht ganz zu ernst nehmen. Okay. Ich höre, du schreibst mit. nein, ich bin ja so faul und warte ab, bis der Podcast oben ist, um es mir dann einfach in Ruhe rausschreiben zu können. Also das ist jetzt nicht für Ablage P, wenn ihr das denken solltet. Du kannst auch noch, das wirst du ja auch nicht anders einzuordnen, in die Gästeliste Geisterbahn hören. Die ist auch noch ganz witzig mit Donny O'Sullivan, mittlerweile bei Rocket Beans, Markus Herrmann und Nils Buckelberg. Die reden eigentlich nur quasi über ihr Leben. Das ist ganz witzig. So. Ja, gut. Bist du versorgt? Bin ich versorgt, genau. Und wenn ich das nächste Mal nichts gehört habe, dann gibt's. Dann gibt's kein Bier. Ja, genau. Nee, wir stellen dir aus einigen Episoden einige Fragen, und die musst du beantworten. Wirst du abgefragt. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich bei der letzten Kategorie, richtig? Der Spam-Mail des Monats, unserem Rausschmeißer. Wir brauchen Jingle. Ja, eigentlich schon. Eigentlich irgendwie zumindest Sie haben Post oder irgendwie so. Ich habe heute eine Buchempfehlung dabei. Die entsprechende Mail dazu war: Hallo du, die meisten denken nicht einmal daran, in einer Krise genug zu essen zu haben, bis es zu spät ist. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass wir das Buch The Lost Ways 2 für eine begrenzte Anzahl von Personen zur Verfügung stellen. In The Lost Ways 2 wirst du fast alle essbaren und medizinischen Pflanzen in Nordamerika entdecken, darunter ein starkes Schmerzmittel, ein antibiotisches Unkraut, ein Rückenschmerz-Löschpflanze und vieles, vieles mehr. Diesmal alles mit farbigen Bildern. Das scheint also in der ersten Version nicht dabei gewesen zu sein. Während du in The Lost Ways 1 gelernt hast, wie man Pemmikan von den Indianern macht, ich habe nachgeguckt, was das ist, weil ich es nicht wusste. Pemmikan ist eine Mischung aus zu Staub gemahlenem Trockenfleisch, Fett und Gewürzen. Also während man in der ersten Ausgabe lernte, wie man Pemmikan machte, findest du in The Lost Ways 2 auch 3 weitere längst vergessene Supernahrungen, die dich überdauern werden und vieles mehr. Klicke jetzt hier, um dein exklusives Exemplar zu erhalten. Ich fand das so spannend, dass ich nicht auf den Link geklickt habe, sondern mich ein bisschen über dieses Buch informiert habe. Es gibt die erste Version gibt es tatsächlich. Den Nachfolger davon scheint es gar nicht zu geben. Die erste Version hat, glaube ich, 2 Sterne bei Amazon. Und der Autor, den gibt es auch nicht. Das ist irgendein Pseudonym mit irgendeinem seltsamen Foto. Wer jetzt schnell zum Amazon rennen möchte, um sich das Buch zu kaufen, der Lost Way 2 ist halt so exklusiv, dass es das wirklich noch für niemanden außer vielleicht. Ja, vor allem die Zielgruppe. Also du erhältst scheinbar eine Mail in korrektem Deutsch, dass sich darauf hinweist, dass du jetzt irgendwo in Nordamerika Drogen pflücken kannst. Naja, bis auf Rückenschmerz Löschpflanzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fachbegriff ist. Ja, gut. Woher wissen die von deinen Rückenschmerzen? Das weiß ich jetzt. Ja, das ist Google weiß zu viel über mich. Gruselig. Da gab's doch noch die andere Mail, die hier irgendwie kursiert ist, wo es hieß, ja, wir haben sie beim Masturbieren. Ach, ja, ja, Kamera, genau. Ja. Hier ist meine Bitcoin-Adresse, schick mal rüber, sonst gibt es irgendwie Stress. Ja, ich hätte auch fast noch eine Mail mitgebracht, über die mir erzählt, dass der Bitcoin-Kurs wieder stark gestiegen ist, dass die Medien und so aber nicht verraten. Und dass ich jetzt ganz exklusiv in diesen Markt wieder einsteigen könnte unter der und der Adresse. Ja, also insofern
Vielleicht sollte ich wirklich endlich mal anfangen mit Bitcoins und mit Pemmikan für heute Abend zum Abendessen und so ein Krams. Mal gucken. Ja, mit dem Pemmikan, da kann der Schack doch bestimmt sein Mieter. Ja, stimmt. Wir können für den Pemmikan selber Zubereitung können wir den Mieter benutzen. Da schließt sich der Kreis. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass ich mich davor setze und einfach ein bisschen auf dem Planeten rumlaufe. Das reicht mir schon.